Ja. Wir haben ganz viele Hexfelder. Einige davon sind festgelegt und den Rest werden wir frei erkunden. Es sind aber tatsächlich alle ausgelegt, die wir irgendwie haben. Insofern, wenn wir rumlaufen, werden wir alles sehen. Hallo! Hallo Stream! Wir spielen heute Abend Fallout, das Brettspiel. Und ich habe hier die erste Mission, so wie sie empfohlen wird, ausgelegt. Es sind, glaube ich, vier, die so als Kärtchen direkt im Grundspiel mit dabei liegen, an denen man rumspielen kann. Die heißt das Commonwealth. In jeder der Missionen gibt es zwei Parteien, die um die Vorherrschaft streiten und die wir entweder freiwillig oder unfreiwillig vorwärts befördern werden. Wenn die gewinnen, ohne dass wir gewinnen, haben wir alle verloren. Oh, okay. Aber ansonsten können wir einzeln gewinnen. Wir spielen nicht wirklich miteinander, wir spielen aber auch nicht wirklich gegeneinander. Ein semi-kooperatives Spiel. Ein semi-kooperatives Spiel, korrekt. Das hat Markus vollkommen richtig erkannt. Vielen Dank, dass du bei uns mitspielst, Markus. Sehr gerne. Du hast kein Vorwissen, was Fallout angeht. Aber so dermaßen gar nicht. Okay. Aber du bist ein Brettspiel-Konnoisseur, was man zumindest mal bekommt den Eindruck, wenn man bei dir einmal in deiner Spielehöhle war. Ja. Doch, durchaus. Hm? Das Einzige, wie man noch mehr unterbringen könnte, ist, wenn man die Regale auch noch aus Brettspielen baut. Ja, oder man holt noch mehr Regale und kriegt dann so viel Ärger mit seiner Frau, dass es... Das wollen wir nicht. Niemand will Ärger mit deiner Frau. So, und Florian mag auch Brettspiele, wenn vielleicht auch nicht in einem derartigen Umfang wie Markus, aber dafür hast du richtig viel Ahnung von Fallout. Da hast du die perfekte Mischung zusammengestellt. Und ich liege bei beiden in einem sauberen Mittel. Ich habe ein wenig Ahnung von Fallout. Ich habe nicht alle Spiele gespielt, aber zumindest ein bisschen was. Und Brettspiele kenne ich mich vielleicht auch ein bisschen aus. Wir werden heute einfach mal reinschauen. Ich kenne als einzige die Regeln und dementsprechend werde ich versuchen, sie euch beizubringen. Ha, es geht um Radioaktivität. Unter anderem. Ja. Wir haben nämlich alle hier unten unser kleines Special Board. Und darauf halten wir erstmal unsere Attribute fest, also die Special-Attribute, die stehen alle, das ist ein Akronym, das steht alles für unterschiedliche Dinge, das A ist Agility zum Beispiel. Und auf dem halten wir Dinge fest wie Erfahrungspunkte, die werden wir mit dem grauen Pöppel weitergehen, immer wenn wir irgendwie eine Gegner besiegen, eine Quest oder dergleichen abschließen, dann dürfen wir den Pöppel so viele Erfahrungspunkte weiterlegen, wie es uns sagt. Und dabei gehen wir immer auf die Besetzten. Das heißt, wenn ich einen Erfahrungspunkt bekomme, dann gehe ich auf mein erstes belegtes Feld. Wenn ich einen zweiten Erfahrungspunkt bekomme, gehe ich auf das. Und wenn ich darüber hinausgehe, dann fange ich wieder von vorne an und darf mir einen neuen holen. Das heißt, es wird immer langsamer mit der Steigerung, aber okay, am Anfang kriegt man schnell neue Buchstaben. Und hier unten können wir Gegenstände anlegen. Ich starte mit einem Kreuzschlüssel, also mit so einem Tire Iron im Englischen. Also diese riesigen Teile, mit denen man den Reifen sowohl runterstemmen als auch die Felge festschrauben kann. Ins Spiel, ja, genau, so sowas in der Art. Als Waffe, du hast einen Vaultanzug, du spielst nämlich einen... Ich habe einen Vaultanzug, genau. Genau. Und das ist Kleidung. Ja, das ist Kleidung. Das steht da drauf. Ein Bunkerbewohner. Aha. Und du bist ein ehemaliges Mitglied der Bruderschaft und hast dementsprechend eine fette Rüstung. Eine T-45 Powerrüstung. Der sieht viel gefährlicher aus als meiner. Ihr seht beide gefährlicher aus als ich. Ich bin hier die Frau mit dem zerschlissenen Rock. Du hast aber eine größere Waffe als ich. Du hast keine Waffe. Das stimmt. Hoffen wir mal, dass wir Zeugs zusammensuchen können. Ich habe schon erwähnt, es gibt in diesen Missionen immer zwei Fraktionen, die um die Vorherrschaft ringen. In diesem Fall ist das einmal die Railroad, die wird mit roten Sternchen markiert, und einmal das Institut, das wird mit einem blauen Schild markiert. Mhm. Und die bekommen jetzt, je nachdem, welche Questen wir lösen und wie wir das machen, wie wir Karten ausspielen im Laufe des Spiels, bekommen die Punkte. Und wenn einer von denen hier ankommt, dann hat die Fraktion gewonnen. Es gibt dann auch eine Vorgabe dafür, mit welcher Questkarte wir starten. Es gibt Quests, das Wichtigste ist Quests erkunden und Quests erfüllen. Und Karte 14, Willkommen im Commonwealth. Viele Gefahren lauern in diesem neuen Ödland vor euch. Die größte ist wohl der gefürchtete Sünd. Man sagt, sie würden wie Menschen aussehen und ebenso riechen und klingen. Sie sind Roboter und haben die ganze Gesellschaft im Commonwealth unterwandert. Wir können uns jetzt entscheiden. Es gibt zwei verschiedene Questen, die wir abschließen können. Einmal, töte einen mutmaßlichen Sünd, sodass die Wahrheit ans Licht kommt. Dann müssen wir eine bestimmte Art von Gegner, die mit so einem Plättchen festgelegt wird, töten. Und dann ist automatisch die Quest abgeschlossen und dann arbeiten wir für das Institut. Und da, wir können nach Diamond City gehen, hier. Und da Informationen sammeln, dann müssen wir dort eine Quest-Aktion durchführen. Und dann ist die Quest so rum abgeschlossen und dann geht der Vorteil an die Railroad. Die Railroad ist eine Untergrundorganisation, welche die Sünde des Instituts als menschliche Wesen betrachtet. Sie kämpft für deren Befreiung aus den Fängen des Instituts
Und das Institut ist eine geheimnisvolle Wissenschaftsorganisation, welche Sims erschaffen hat, Roboter, die kaum von Menschen zu unterscheiden sind. Okay, und das heißt, wir können das, jeder kann sich so selbst überlegen, wie er ja, das Ding und wer als, wissen, wer es genau, wer als erstes, wer als erstes das schafft, der löst dann das Trigger-Event aus, dann gibt es die Belohnung dafür und diese Karte wird weggelegt und dafür werden andere Missionskarten ausgelegt. Cool. So, wir mal, es läuft folgendermaßen, jeder von uns bekommt einen Zug. In dem Zug darf man zwei Aktionen machen. Wenn das einmal durch ist, dann sind die Gegner dran und dann wird mit einer zufällig gezogenen Karte bestimmt, welche Arten von Gegnern aktivieren. Und die haben dann ganz, ganz simple KI. Sie gehen zum nächsten Gegner und versuchen, ihm weh zu tun. Das klingt überschaubar. Ja, ziemlich. Und die Arten von Aktionen, die wir machen können, ist erkunden. Das heißt, man flippt eine von diesen Hexfeldern, neben dem man steht. Da muss man angrenzend dran sein. Bewegen, dann bekommt man zwei Bewegungspunkte, mit denen kann man über eine weiße Grenze gehen. Hier, diese gefährlichen Gebiete kosten uns zwei Punkte und wenn es grün umrandet ist, dann ist es verstrahlt, dann bekommen wir Strahlungsschaden. Und dann Quest, das ist das wie zum Beispiel, wenn man in Diamond City ist und da die Aktion Quest ausführt, dann schließt man damit die Quest ab. Das steht dafür, dass man sich umhört in dem Fall. Begegnungen, je nachdem, wo man ist, es gibt immer, hier kann man zum Beispiel eine Ortsbegegnung machen. Das ist das Symbol dafür. Wir haben hier so zwei Stapel mit Begegnungen. Und wenn so ein Symbol da ist, dann kann man die durchführen, ansonsten nicht. Kampf, jemand, der auf demselben Feld steht wie man selber. Oder wenn man eine Schusswaffe hat auf dem benachbarten Feld, dann kann man gegen die kämpfen, dann werden Würfel gewürfelt und man tut sich meistens weh. Und Rasten, dann kann man Lebenspunkte zurückbekommen und Gegenstände mit anderen Leuten tauschen, wenn sie dazu bereit sind. Das sind die verschiedenen Aktionen, die man durchführen kann. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an als Startspieler und mache das ganz simpel mal vor. Du machst jetzt mal. Ich wähle als meine erste Aktion erkunden. Ich flippe dieses Feld. So, aufgedeckt haben wir Ashbury Road. Hier gibt es rein theoretisch eine Begegnung, aber leider ist da auch ein Symbol für einen Gegner. Deswegen kommt da jetzt ein Stechflügler hin. Der muss dir geflügelte Moskitos. Ja, der ist auch gar nicht so schlimm. Also nicht sehr. Der hat keine Sonderfähigkeiten, ist kein Fernkämpfer oder sonst irgendetwas. Und er hat nur Stufe 2, man muss ihm also nur 2 Schaden zufügen. Das ist übrigens wichtig, man muss diesen Gegnern den Schaden, der nötig ist, um sie auszuschalten, das ist immer die Zeit, die darauf steht, auf einmal zufügen. Aha. Das kumuliert leider nicht. Man fängt immer wieder von vorne an. Dann, will ich mich mit dem Stechflügel anlegen. Ich kann einfach mal einen Kampf vormachen. Oh ja. Ich? Nee, da müsste ich hin. Verdammt. Also ich bin ja kein Fernkämpfer. Ätzend. Die Figuren sind heute, entsprechen noch nicht der Wahrheit. Nee. Wir haben alle noch keine Fernkampfwaffe, sehe ich. Ja, mal schauen. Ich könnte ihn mit meinem Anzug verprügeln, wenn das nur ein Moskito ist. Denke ich da noch was auf oder laufe ich? Ja, wisst ihr was, dann laufe ich, gehe hierhin, dahin. Und dann bin ich jetzt immerhin schon mal im Siedlungsbereich von Ashbury Road angekommen und kann meinen nächsten Zug irgendwas Spannenderes machen. Florian? Ja, dann möchte ich das Felsfeld vor mir erkunden. Erste Aktion, erkunden. Vault 84. Die Vaults können wir noch nicht öffnen, das muss erst freigeschaltet werden. Und hier ist nochmal ein Gegner, hier taucht auf noch ein Stechflügler. Ja. Wir haben alle noch keine Fernkampfwaffen. Kann ich kämpfen, wenn ich jetzt noch gehe mit meiner zweiten Aktion? Nee. Das habe ich befürchtet. Aber mach dir keine Sorgen, der wird mit dir kämpfen. Ach, dann schieb mich mal in sein Feld. Gut. Ich habe eh nur eine, ich habe durch die fette Rüstung halt nur eine Bewegung. Ja. Wie unpraktisch. Gut, kann ich mich auch bewegen und dann erst mich umgucken? Klar, du kannst das in beliebiger Reihenfolge machen. Wenn du sagst, bewegst, kriegst du auch 2 Bewegungspunkte. Die musst du nicht auf einmal ausgeben. Du kannst auch sagen, ich bewege mich einen Punkt, ich erkunde, bewege ich mich meinen zweiten Punkt. Okay, cool. Dann, wenn ich jetzt einfach 1-2 hier hinlaufen würde, könnte ich. Du kannst ich sogar das hier direkt drüber gehen. Die haben eine Brille. Genau, also 1-2. Könnte ich das dann noch auslösen, tatsächlich, das Feld? Und ja, mir Sachen anschauen? Kannst dir eine Begegnung anschauen. Dann gibst du jetzt jemand von. Gibst du jemand anders? Begegnungskarte? Genau, jetzt will ich mal wissen, was passiert. So. Ein Wortgefecht ist im Gange, als du auf den Marktplatz ankommst. Er hat offen zugegeben, dass er ein Sünd ist. Ein junger Mann versucht zu fliehen, als die Stimmung kippt.
Jetzt, erste Option, Würde erzwungen, wenn du ein Sünd bist. Das ist ein Zustand, den man bekommen kann. Es gibt hier so Zustandsmarker. Wir haben noch keine. Du bist kein Sünd. Ich bin kein Sünd. Du hast jetzt die Wahl. Das wissen die meisten nicht. Halte dich raus und gehe zum Markt oder mache den Leuten klar, dass es nichts zu fürchten gibt. Einfach weitergehen ist voll langweilig. Es gibt hier nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Das wird interessant. Du musst jetzt würfeln. Man würfelt immer mit denselben drei Würfeln. Du möchtest Sternchen würfeln und zwar 4. Ui. Und du bekämst Rerolls für die Buchstaben C und I auf deiner Special. Ja, das ist doch super. Skala. Also Charakter und Intelligenz. Das habe ich beides nicht. Im Moment noch nicht. Offensichtlich noch nicht. Das sind 5. Überhaupt kein Problem. Erfolg. Braucht kein Charakter. Braucht keine Intelligenz. Man braucht nur Würfelglück. Für den Moment glauben dir die Leute und die Menge löst sich mit finsteren Blicken auf. Du wirst verachtet. Was? Du kannst handeln, es wird die Karte 11 hinzugefügt und dann wird die hier aus dem Spiel entfernt. Karte 11, die müssen wir jetzt erstmal finden. Die kann sich leider in sehr viele verschiedene Stoffe. Also ich habe es jetzt geschafft, dass ich verachtet werde? Du hast den vermeintlichen Sünden geschützt. Das ist hier so ziemlich das Hat das Vorteile, wenn man verachtet wird? Weiß ich nicht. Was ist das? So, es wird jetzt eine weitere Karte in den Begegnungsstapel hineingemischt. Toll. Ganz, ganz toll. Also es kann jetzt sozusagen eine Begegnung geben, die Folge von der hier ist. Das finde ich... Das ist schon erstmal ein netter Ansatz. Klingt spannend. Aber... Du kannst es wieder loswerden. Das ist einer der Zustände, die du wieder loswerden kannst. Keine Sorge. Okay, haben wir wenigstens mal gesehen, wie Zustände funktionieren. Ich kann auch handeln, aber da ich kein Geld habe, ist das wahrscheinlich ziemlich sinnvoll. Du hast 3 Kronkorken. Oh, guck einer, schau. Du kannst dir was da aus dem Angebot. Ich kann da was kaufen. Also oder auch nicht. Ja, für den müsstest du einen C-Marker haben. Stimpack kostet 5, Red Away kostet 4. Du kannst deinen Vault-Anzug verkaufen und nackig durch die Gegend laufen, dann bekommst du dafür Geld und kannst dir was anderes kaufen, aber weiß das nicht. Das klingt tendenziell nicht wirklich intelligent. Vielleicht auch nicht. Okay, ne? Ich kriege hier ja nur Punkte drauf, wenn ich Gegner besiege, richtig? Wenn du, also beziehungsweise wenn du, es hätte auch sein können, dass du jetzt einen bekommst, beziehungsweise wenn du Questen erledigst, bekommst du Erfahrungspunkte, sowas. Na gut, okay, jetzt weiß ich immer, wie es funktioniert und ich verachte mich. Nein, andere verachten dich. Nein, die Gegner sind. Ich decke jetzt eine von diesen Karten hier auf. Und in diesem Fall ist nur wichtig, welche Symbole unten stehen. Die Gegner werden aktiviert und bewegen sich. Mhm, zum Beispiel die beiden Insekten da. Ja, die beiden Insekten werden sich bewegen und angreifen. Ich muss mal eben schauen, was die Gegner machen, wenn das Gelände dazwischen unerkundet ist, weil wir ja nicht wissen, wie viele Schritte sie dafür gehen müssten. Ja. Rüstung. Also die werden auf jeden Fall euch angreifen. Gegneraktivierung. Ich bin mir jetzt sicher. Das blöde Vieh reagiert darauf, dass ich verachtet werde und greift deswegen mich an. Ich glaube, es hat dafür zu geringe Intelligenz, um dich auf die Verachtung anzugreifen. Hm? Das wäre jetzt aber sehr passend. Und dann frisst es mich. Da steht hier nichts zu. Dann gucke ich nochmal in das. Es gibt ja bei den Fantasy Flight Games immer auch ein Referentenhandbuch, wo man nach Schlagwörtern einfach gucken kann. Die Fallout-Welt sagt ja so gar nichts, Markus. Ich weiß, dass das ein Computerspiel, eine Computerspielserie ist, richtig? Genau. Im Prinzip ist in den 70er Jahren in den USA die Welt untergegangen. In den 70ern? Ja. Warum in den 70ern? Weil das einfach besser aussieht. Okay. Und wo sind wir jetzt, zeitlich gesehen? 200. Ich weiß nicht genau, ob wenn es in derselben Zeitraum wie das Spiel spielt. Also das Computerspiel ist sie können sich über verdeckte Spiele 200 Jahre später bewegen. Ist das in jedem von den 5 Spielen oder 6 Spielen das gleiche Kontinuum? Ist das immer der gleiche Weltuntergang oder sind das verschiedene? Es ist immer derselbe Weltuntergang, es sind nur immer andere Abstände bis zu dem Weltuntergang. Ich finde die Formulierung, sind das unterschiedliche Weltuntergänge, in sich schon spannend. Die müssen ja nicht kompatibel sein, die Spiele, nur weil sie gleich heißen. Es gibt auch genug Logiklücken drin. Ja. Aber sie erklären sich, weil im 1er oder 2er konnte man die Thanos sehen. Also. Hast du Wasteland gespielt, Markus? Oh ja, Wasteland. Na also. Dann kennst du es eigentlich. Eigentlich ist Fallout 1 ist eigentlich nur Wasteland 2. Ich habe tatsächlich Wasteland gespielt und mit großer Hingabe. Das Problem daran war ja nur immer, dass du, wenn du einmal das gespeichert hattest auf deiner Floppy, dann war das da so. Fertig war die Laube. Oh, jede Floppy, das...
Was hast du gegen Floppies? Ich habe selber noch Disketten und bin letzt gefragt worden von einem von der Jugendfeuerwehr, warum ich denn diese Speicherbutton als, wo ich die dann als Gadget her hatte. Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. So, also, Sie können sich auch über verdeckte Felder bewegen. Als erstes aktivieren die Synths vom Institut. Der ist ein Feld gegangen auf den nächsten Spielercharakter zu. Dann aktivieren die Insekten. Der Stechflügler versucht, Florians Charakter zu beißen. Mhm. Es wird mit einem einzigen Würfelwurf abgehandelt, dieser Kampf. Nee, alle Würfel. Alle drei. Ach so. So, nein. Er würde dir einen Schaden machen. Wenn, hast du irgendetwas, mit dem du nochmal würfeln darfst? Ich habe zwei Rüstungen. Dann kannst du den schon mal ignorieren. Und wir selber gucken jetzt, auf welchen Feldern kann dieser Stechflügler verletzt werden. Bei dem ist markiert der Kopf und der Torso. Hast du einen Kopf oder einen Torso gewürfelt? Einen Torso haben wir. Du hast einen Torso gewürfelt, leider keinen Kopf und du müsstest ihm, oder keinen zweiten Torso, du müsstest ihm zwei Schaden machen, damit es direkt erledigt ist. Und wenn du keine Reroll-Fähigkeit hast, keine Waffe oder so etwas, dann hat sich das hiermit erledigt. Keiner von euch nimmt Schaden. War spannend. Genau. Der Stechflügler kommt zu uns. Ja. Jetzt kommt die Frage, wen von uns beiden greift er an? Er würde die Person angreifen, die weniger Lebenspunkte hat. Wir stehen beide noch bei 16. Dann greift er die Person an, die in der Initiative früher handelt. Das bin ich, weil ich Startspieler bin. Deswegen kriege ich jetzt auf die Ömme. Hui. Ich kriege 3 Schaden. Ich kann diese Karte erschöpfen, um einen Neuwurf zu erhalten. Gleichzeitig mache ich mit dem Wurf aber auch das Insekt tot. Ich nehme, glaube ich, die 3 Schaden. 1, 2, 3. Bin bei 13. Und töte auch noch diesen freundlichen Stechflügler. Der kommt jetzt daneben. Das gibt jetzt Erfahrungspunkte. Also, ne? Ja, muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, es gibt für jeden Gegner einen. Das sah beeindruckend aus. Also besser als hier. Kann ich jetzt sagen, ich stehe irgendwo in der Schlucht. Ich stelle mir das folgendermaßen vor. Dieses große Insekt kommt an, diese Frau schlägt panisch mit ihrem Kreuzschlüssel um sich, erwischt ein paar Mal das Insekt, wird mehrfach gestochen und humpelt dann weiter mit so angeschwollenen Stichen von dieser Riesenwespe überall. Richtig schön. Sie haben ja was im Gesicht, junge Frau. Ja, Erfahrungspunkte. Du hast Erfahrungspunkte im Gesicht. Ich habe Erfahrungspunkte im Gesicht, genau. Ich bin allergisch gegen Erfahrungspunkte. Deswegen schwillt das Ganze an. Kriegt man da auch noch Geld und sowas? Das sind die... Ja, man die das Karten? Kann sein. Einige von denen haben so Symbole drauf, wo dann steht, dass sie was droppen. Oh. Hier zum Beispiel der hat so ein Säckchen drauf. Der lässt Beute fallen. Ansonsten gibt es Geld zum Beispiel für Quests erledigen und dergleichen. Das sind jeweils immer unterschiedliche Symbole. Das ist auch ein Supermutant. Ich kriege so viel EP, wie die Gegnerstufe war. Genau. Das heißt, ich kriege jetzt 2. Das heißt, ich gehe zu meinem ersten ausgefüllten Feld mit meinem Pöppel, mit dem grauen E. Dann gehe ich zu meinem zweiten ausgefüllten Feld A. Und mit dem nächsten, wenn ich darüber hinaus bin, könnte ich schon einen neuen Buchstaben bekommen. Krass. Toll, ne? Das klingt extrem spannend. Ja, das heißt, am Anfang steigert man schnell. Man startet mit jeweils 2 Attributen ausgefüllt. Und eins davon ist vorgegeben durch den Charakter. In meinem Fall ist das, die Ödländerin kriegt Agility, das A, und dann zieht man einen zufällig. Mhm. Cool. So, damit haben wir die Insekten, dann aktivieren noch alle Roboter. Der bewegt sich dann jetzt hier auf dieses noch unaufgedeckte Feld. Die haben nur eine Feldbewegung. Genau. Ah ja, okay. Dann beginnen wir mit der neuen Runde. Und der Supermutant? Der wird nicht aktiviert. Ah, genau. Es gibt, wie gesagt, es gibt so 3 Aktivierungssymbole unten drunter. Die Karten haben unterschiedliche und auch unterschiedliche Anzahl von Aktivierungssymbolen. Und in dem Fall haben wir jetzt die eine Fraktion, die Schildfraktion, die in diesem Fall das Institut ist, aktiviert, dann die Insekten und dann alle Roboter. Sehr schön. So. Nochmal zeigen, was langsam geschaltet. Entschuldigung. Hier. Die Karten haben 2 verschiedene Funktionen. Wir könnt ihr auch als Belohnung bekommen für Questen und dergleichen und wir sammeln die. Und ich muss gleich schauen, bei 3 Spielern, glaube ich, muss jeder von uns 10 Punkte insgesamt über diese Karten sammeln. 10? Ja. Oh. Da zeigen wir uns die nicht gegenseitig, wir dürfen eine bestimmte Anzahl davon auf der Hand haben und wir müssen sie so kombinieren, dass dabei 10 Punkte bei rumkommen. Mhm, ist klar. Gut. Neue Runde, was mache ich denn jetzt? Ich habe mir wehgetan. Aber das sieht schwer danach aus, als hätte ich viel Erfahrung gesammelt. Ich ruhe mich aus. Den Stechflügler mal erschlagen.
Den habe ich gar nicht wahrgenommen. Der war im toten Winkel von der Rüstung. Blöng, blöng, blöng. Sehr schön. Nee, ich ruhe mich noch nicht aus. Noch halte ich ein bisschen was aus. Ich erkunde als erste Aktion. So, und hier erscheint jetzt ein Sündgegner. Also beziehungsweise, nein, es erscheint ein ganz normaler Banditengegner, aber die sollen wir erledigen, um zu schauen, ob es ein Sünd ist. Ah. Das ist der Hintergrund. Ach, normaler Raider. Mhm, da könnte ich jetzt noch hingehen. Aber wisst ihr was, stattdessen mache ich eine Begegnung auch an Ashbury Road und lasse euch mal kämpfen. Was lese ich vor? Ah, da oben. Etliche Händler und Söldner werden von einer Gruppe Menschen umringt. Du bahnst dir deinen Weg durch die anderen Ödländer, um einen besseren Blick auf die Waren werfen zu können. Option 1, kaufe wie gewohnt ein. Ja, nee, es gibt immer noch keinen 2, versuche einen Gegenstand zu stehlen. Ich versuche einen Gegenstand zu stehlen. Suche ein besseres Angebot. Ich versuche einen Gegenstand zu stehlen. Ah, das geht auf AL und du brauchst 4. Ich habe immerhin A. Oder ich klaue, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe 4 ohne, ich muss nicht mal wieder, keine Rerolls, alles ist gut. 4 Sternchen gewürfelt. Geschickt schnappst du dir etwas von einer Händlerin auf der Seite. Nimm dir einen Gegenstand aus der Auslage. Boah. Boah, da liegt doch so was Heftiges da. Ich nehme mir einen Geek. Aktenkoffer. Computer. Aus wie ein Computer, genau. Mhm. Geek. Computer. Und dann lege ich den direkt ab, um eine Agenda-Karte zu ziehen. Das ist nämlich seine Fähigkeit. Der ist 12 Kronkorken wert und ich schmeiße den direkt ins Gebüsch, um eine Agenda-Karte zu bekommen. Das ist das hier. Wächter mit. Und wir legen in der Auslage auch nach. Was ist das für eine Ablage? Ja. Wird entfernt. Leg's mal hier hin. Okay. Mhm. Na dann. Erste Agenda-Karte. Man muss Punkte sammeln. Ja, dann hau ich die Stechmücke. Kann er danach noch bewegen, ja, wenn er die erschlägt? Ja, okay. Kannst das heißt, du in beliebige Reihenfolge machen. Kannst du immer. Ja. Sehr gut, alles klar. Prügeln Sie jetzt. Kopf und Torso brauche ich, gell? Ja. Ja. Aktuell nimmst du 2 Schaden, aber du hast eine Rüstung, die dir 2. Genau, die mich 2 bringt. Du hast Kopf und Torso getroffen, das sind die beiden Trefferzonen. Respekt. Der hat nur 2, also Stufe 2, tot. Du nimmst keinen Schaden, du kriegst 2 Erfahrungspunkte. Das heißt, du kannst mit deinem Pöppel auf deinen zweiten Buchstaben gehen. Oh, I für Intelligenz. Dank. Schön. Und dann würde ich tatsächlich nochmal erkunden. Das hier? Ja. Oh, warte. Wo wir jetzt Gegner getötet haben und wir haben jetzt... Wir haben nämlich, wenn noch ein freies Feld von derselben Gegnerart da ist, dann erscheint ein Inaktiver. Der taucht wirklich erst auf das nächste Mal, wenn die Art von Gegner aktiviert wird. Es wachsen also Gegner nach. So, und jetzt wurde hier noch ein Feld aufgedeckt, in dem tatsächlich einer dieser Art hin soll. Ein wilder Ghoul. Das sieht auch nicht gut aus. Nee, der sieht echt ungesund aus. Er hat eine Sonderfähigkeit. Er hat den Blitz. Betritt dieser Gegner dein Feld oder du seines beginnt sofort einen Kampf. Dies zählt nicht als Aktion. Mhm. Aber du hast deine beiden Aktionen verbraucht. Markus genau. Ist dran. Mhm. Okay, gut, dann bewegen wir uns doch einfach mal. Ich bin hier, das heißt, ich kann... Du kannst einen Schritt darüber machen, dann wärst du hier. 2. Dann greift mich aber der komische wilde Ghoul an. Möglicherweise, wenn er aktiviert wird. Ja. So, also bewege ich mich mal hier hin. 1. 2. 2, genau. Mhm. So, und dann kann ich noch aufdecken, korrekt? Ja. Wenn ich jetzt aufdecke, wo kommt denn das Biest hin? Kann ich mir das aussuchen? Ich glaube ja. Das ist aber schön. Das ist ein Haushaltsroboter, ein Mr. Handy. Der heißt Mr. Gutsy. Gutsy? Der hat sich offensichtlich umbenannt. Oh, dann ist die Militärversion. Oh, nicht schön. Guck mal, verstrahltes Gebiet.
Wie schön. Gut, dann war es das mit dieser Runde für unsere Züge. Und wir aktivieren, und es aktiviert nur eine einzige Truppe, nämlich die Standardbanditen. Das ist der Plünderer da. Ja, der geht jetzt auf in meine Richtung, weil ich die mit den wenigsten Lebenspunkten bin. Aber er bewegt sich genau einen Schritt, mehr passiert nicht. Ende. Okay. Neue Runde. Das war ja noch vergleichsweise einfach. Ja, jetzt bin ich aber ein bisschen umzingelt von Gegnern. Und obwohl, ich könnte hingehen, der hat nicht besonders, der ist nicht so stark. Und du hast einen Kreuzschlüssel. Ich gehe hin. Sie bricht ihm die Beine mit dem Kreuzschlüssel. Und bricht ihm die Beine mit dem Kreuzschlüssel. Und das klingt nicht nett. Fallout ist nicht nett. Über Wasteland. So, ich nehme 2 Schaden rein, theoretisch. Du hast ja schon einmal Beine. Ja, weißt du was? Ich würfel aber alles nochmal, indem ich die Karte erschöpfe. Mhm. Meinen Kreuzschraubenschlüssel und hoffe, dass ich nochmal treffe. Und, nein, ich nehme 2 Schaden und treffe ihn nicht. Toll. Hätte ich nicht machen sollen. Ich verliere Lebenspunkte. Jetzt wissen wir aber wenigstens, wie die Karte funktioniert. Und der ist feige, deswegen wird er inaktiv. Jetzt kann man ihn nicht mehr angreifen, bis er das nächste Mal aktiviert wird. Der ist also gerade in Deckung gegangen. Der krabbelt jetzt in Deckung vor der wahnsinnigen Frau. Dem Kreuzschlüssel. Dem Kreuzschlüssel, dem großen. Himmel! Ja, weißt du was, einen Schritt gehe ich dann noch. So, du, dann gehe ich meinen einen Schritt und dann greift mich ja der Ghoul an. Automatisch. Ja, automatisch. Du gehst auf sein Feld und er kommt schreiend entgegen. Du machst ihm 2 Schaden. Der hat sehr viel Trefferfläche. Das heißt, er ist auf jeden Fall tot. Du kannst deine 2 Schaden wieder einstecken, weil du eine geile Rüstung hast. Der wilde Ghoul. Diese ist Rüstung hat echte Vorteile. Ich will das an der Stelle noch mal klar festhalten. Ja, diese Rüstung hat deutliche Vorteile. Schön scheiße. Jetzt geht dein grauer Pöppel weiter und wird auf den zurückgesetzt. Das bist der eine. Jetzt ziehst du einen zufälligen hier. Ich darf dir den einfach mal geben. Jetzt hast du schon 3 Attribute ausgefüllt und jetzt geht dann noch mal einen weiter wieder aufs P. Krass. Das war nicht schlecht. Nö. Respekt. Du hast jemanden getötet aus dieser Fraktion, deswegen taucht hier ein inaktiver Gegner derselben Fraktion auf einem Spawn. Was hat er da rechts für ein Zeichen gehabt, der wilde Ghoul, in dem gelben Kästchen? Das war, dass er sofort angreift. Ach so. Ja, das ist sein Aggressivitätssymbol. Ach. Das hat ihm ja richtig was gebracht. Mhm. Ah, und ich habe noch eine Aktion frei, weißt du? Mhm. Ja, es war keine Aktion. Du kannst noch einen Schritt gehen und du hast noch eine Aktion. Ich darf immer nur einen Schritt gehen. Das ist der Nachteil. Dann würde ich das Feld dahinter mir noch gerne aufdecken. Das? Ach, das da aufdecken? Ja. Ich weiß nicht, ob du tatsächlich auf einem Feld stehen musst, das eine Grenze dazu hat, aber... Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was Schellen da los die Dödel. Hoffmann Farm. Hier ist eine Blähfliege. Eine Blähfliege, das klingt... Ja. Nicht schön. Also sollte jetzt gleich das Insektentum aktiviert werden, dann... Ist hier Schluss mit lustig. Okay, dann agiere ich aber auch mal. Ich nehme mal 1, 2. Da kann man doch irgendwas tun. Du kannst den Sünd, der da rumläuft, erledigen. Das kannst du machen. Ich kann den Sünd erledigen? War das nicht das, dann nach Diamond City gehen und dann... Du könntest auch versuchen. Achso, ich muss nach Diamond City wirklich reingehen. Ja. Ich komme ja nicht bis hin. 1, 2. Richtig? Mhm. Ja, da komme ich ja nicht. Ja, du kannst noch eine 2. Aktion ausgeben und reingehen. Ja, dann kann ich aber dann nicht mehr agieren, richtig? Das ist ja alles komisch. Und wenn ich den Sünd bekämpfe, der gehört zum Institut und das ist der Sünd. Ja. Und wenn ich den töte, erfülle ich das für das... Nope. Nein? Nein, du musst einen von denen hier töten, um den anderen Auftrag zu erfüllen. Okay, und das sind die Werte von dem. Mhm. Der könnte theoretisch was droppen, ne? Der könnte theoretisch was droppen. Toll, alles klar, ich will auch mal was verprügeln. Ja. Okay. Du, warte. Ich bin erledigt. Ja, der hat Torso-Treffer. Ich hab genau eine Rüstung. Super, das ist sauber der gegangen. Hat ein Y. Y heißt, dass er Fernkampf hat. Oh. Das ist alles. Okay, gut, das hat ihm jetzt nicht viel geholfen. Ja, das hätte ihm nur geholfen, wenn es einen Kampf gegeben hätte, wo er im Nachbarfeld steht. Dann kriegt er einen automatischen Vorteil, weil du quasi als Nahkämpfer gegen den Fernkämpfer kämpfst. Okay, gut, aber den Fall hatten wir ja nicht. Nö, so, das heißt, der ist weg, der kommt weg. So, ich kriege 2. Du kriegst 2 Erfahrungspunkte. Toll. Und ich kriege einen Gegenstand, wenn ich das da richtig sehe. Genau, du nimmst von der Beutestapel dir was runter.
Und? Das ist ein Messer. Ich habe ein Kampfmesser gefunden. Ein lautes Kampfmesser. Das hätte ich mir vorhin sogar kaufen können, verdammte Axt, elendige. Und es hat zweimal A, das heißt, du kriegst für dein eigenes Attribut zwei Rerolls. Oh, 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 okay, alles klar. Muss ich das dafür erschöpfen? Nein, nicht zwingend, ne? Das kann ich einfach so drin. Nö. Die zusätzliche Fähigkeit ist, wenn du im Kampf ein Beinergebnis verwendest, erleidest du einen Schaden. Also, ah, scheiße! Wenn du nach den Beinen von jemandem stichst, tust du dir selber weh. Genau, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ins Bein. Hättest du das falsch rum, dass du so am Bein vorbeiziehst, wenn du auf jemanden... Ja, er hält das natürlich cool. Ja, ja, wie denn sonst? Vernünftig? Also richtig? Hallo? Damit warst du dran. Sehr gut, alles gut. Gegner sind dran. Und es aktivieren Einheiten der Railroad. Sind keine von auf dem... Nein. Gelände. Und dann versucht Mr. Gutsy in meine Richtung zu kommen. Der würde jetzt radioaktiven Schaden nehmen, aber er ist ja Stufe 2, das heißt, das bringt ihn nicht um. Okay, cool. Das heißt, sie würden auch da reinrennen und da drin sterben, wenn es drauf ankäme. Wenn sie nur einen Lebenspunkt haben, glaube ich, können sie tatsächlich sterben, wenn sie da reinrennen. Okay, alles klar. Sind die Feinde nicht immun bei Playflägen und so, sind ja Mutanten? Das kann durchaus sein. Dann für uns, uns ist Radioaktivität wichtig. Die wird mit dem grünen Pöppel. Das Gegenteil, das heißt, oder? Genau, das heißt, wir können Lebenspunkte im Kampf verlieren und wir können durch Verstrahlung sie auch verlieren. Und wenn sich die beiden begegnen, sind wir tot. Okay, ich verstehe den Punkt. Ja. Alles klar. Gut. Eins, zwei. Ja, langweilig. Florian. Dann gehe ich auch eins vor. Und bin beim zweiten noch eins vor und dann stehe ich da. Party! Party in Diamond City! Hier ist ja richtig was los, da gehe ich auch mit rein. So, und jetzt versuche ich aber da diesen Auftrag zu erfüllen. Gut, dann gibst du deine zweite Aktion aus. Ja. Fertig, du hörst dich nach Informationen in Diamond City um. Dann bekommt die Railroad einen Vorteilspunkt und rückt tatsächlich ein Stückchen vor das Institut. Dann darfst du dir zwei Beutedingsies ziehen. Die darf ich beide behalten? Ja, du darfst aber nur drei Sachen hier liegen lassen und in den anderen Slots jeweils nur eins. So, ich kann meinen Vault-Anzug nämlich mit einer anderen Kleidung kombinieren. Oh, stimmt, der Vault-Anzug lässt sich kombinieren. Mhm. Das ist eine Metallrüstung, die ich da drüber ziehe. Und dann habe ich noch eine Rohrzange. Die geht auf Stärke. Sobald ich jemanden auf den Kopf haue, lege ich die Karte ab. Ist schon ein bisschen morsch. Die Köpfe von den Leuten, okay, hier sind alles härter. Klar. C und A gewähren dir keine Neuwürfe. Das heißt, die Metallrüstung macht sich nicht besonders gut mit dem Kampfmesser. Ja, sie blockiert dich im Prinzip beim Kämpfen. Ja, ein bisschen. Dann nehmen wir stattdessen lieber die Rohrzange und halten das Kampfmesser mal. Für alle Fälle. So. Wenn du einen Kopftreffer landest. Das wird jetzt hier in die Stadtbegegnungen reingemischt. Also wir haben hier die Anweisung, dass die in die Questkarten 16 und 67 ausgelegt werden. Es wird die Begegnungskarte 17 in die aktuellen Begegnungen reingemischt und dann wird die hier abgelegt. Ende der Anweisung. Okay. So, ich habe also zwei Gegenstände bekommen sozusagen. Dankeschön. Ja. Dann die neuen Quests sind einmal einsteigen bitte. Nachdem du dich in Diamond City umgehört hast, kommt ein Mann auf dich zu, der sich selbst Trommler nennt. Er erklärt dir, dass die Synths das Werk einer Organisation sind, die sich das Institut nennt. Er bittet dich, bei ihrer Befreiung zu helfen. Dann legen wir jetzt einen Synth auf Boston Downtown. Du hast jetzt zwei Optionen, diese Quest aufzulösen. Einmal für das Institut. Warne das Institut vor diesen Railroad-Agenten und bringe sie dazu, mehr Synth-Soldaten einzusetzen. Kontaktiere das Institut an Stadtorten. Also zum Beispiel da hier. Ja. Offensichtlich, warte. Du musst dann Stadtbegegnungen durchführen. Und steht dann drin, lege den dritten solchen Marker auf den Plan. Aber wir haben ja gerade den einen getötet. Das heißt, gerade einen ist nur einer. Ups. Hier. Na gut. Oder finde die Synths und überzeuge sie, sich aus der Kontrolle des Instituts zu befreien. Dann musst du eine Aktion, eine Questaktion in einem benachbarten Feld zu einem Synth durchführen.
Ich habe den Sint getötet. Das ist eigentlich nicht praktisch. Die, ein, ich will euch nur ein Versklavten. Ja, ja, ja. Dann die andere ist Vault-Gerüchte. Jedes Jahr tauchen neue unglückliche Seelen auf. Sie behaupten, aus einem Bunker verbannt worden zu sein, der vor dem Krieg von einer Firma namens Vault-Tec gebaut worden sei. Vielleicht lohnt es sich, der Sache nachzugehen. Dann eine Option ist, viele dieser Verbanden sind von Raidern erwischt worden. Vielleicht kannst du einem von denen was abknöpfen, dann müssen wir halt einen Banditen töten. Und vielleicht findest du einen der älteren Verbanden, der dir Informationen verkauft. Zum Beispiel dich, aber du willst nicht mit mir reden. Nein! Das ist eine Questaktion ausführen in einem beliebigen Siedlungsgebiet, also hier diese kleinen Häuschen. Wir sind in einem Siedlungsgebiet und 4 Kronkorken bezahlen. Oh ja, nee. Toll. Kann ich ihn jetzt so lange schütteln, bis er rausrückt? Nein. Ich finde das sehr angemessen, aber es ist nicht bitte? Vorgesehen. Du hast jetzt noch einen Bewegungspunkt. Und dann renne ich wahrscheinlich am besten mal weg. Oh. Wir haben gehört, es gibt hier Vaults. So, zack. Gut. Das sind nur Ödland-Gerüchte. Dann, es aktiviert einmal die Railroad, von denen ist immer noch keiner da. Und dann aktiviert der Mutant. Und geht ein Schritt in unsere Richtung. Sehr langsam und bedrohlich. Der hat eine Fernkampfwaffe, aber die kann er nicht einsetzen. Ne? Ja, dafür muss er benachbart sein zu uns. Haben wir nochmal Glück haben. Ja, wir haben eh Glück, dass das nicht einer von diesen Supermutanten mit der Mini-Atombombe in der Hand ist. Ja, alles klar. Ich glaube, es ist keiner von denen mit der Mini-Atombombe in der Hand. Hat was dabei, wir wissen nur noch nicht was. Das ist nämlich ein Säckchen. Ja. Das könnte auch eine Mini-Atombombe sein. Können wir für die neu eingestiegenen Zuschauer noch mal kurz erklären, was das Ziel dieser Runde oder des Spiels generell ist? Und auch weil ich gerade gefragt wurde, Florian, kannst du mir sagen, wo du deinen Starter hast? Das habe ich seit dem dritten Teil von, das war damals beim EMP drin, beim dritten Teil von Mass Effect rauskam. Also hast du bei EMP gekauft? Ja. Okay. Das ist nicht sehr exotisch. Nein, es ist nicht sehr exotisch. Es ist ein ganz normaler Standard. Ja, der Stoff ist auch nicht sehr exotisch. Ja, es hat, er hat auch schon länger lange gehalten. Wann ist jetzt das 3 herausgekommen? 2012. Woher weiß man sowas? Wer weiß sowas? Vielleicht, weil man bei einem Videospielmagazin gearbeitet hat. Und das hinterlässt auch Spuren. Kerben und Narben von gewissen Spielen. Wir haben sehr viel damals vorab auch schon dazu gemacht, Specials. Und ich erinnere mich noch, dass sie hatten diese Aktion gemacht, wo sie Spiele in die irgendwie die obere Stratosphäre geschickt haben. Yeah. Und dann sind die wieder irgendwo abgestürzt. Und ich fand jetzt irgendwo Mass Effect-Spiele vom Himmel. Hängt irgendwo eins in den USA im Baum, aber im Naturschutzgebiet haben sie mit einer Kartoffel, so mit einer Potato Gun drauf geschossen, damit ja nichts kaputt geht. Egal. Alles klar. War sehr weird. Ja, unser Ziel ist es für uns, dass wir jeweils Einfluss bekommen. Die sammeln wir über diese Agenda-Kärtchen und die sind jeder eins wert, beziehungsweise stehen dann immer noch zusätzliche Sachen drauf, wie sie zusätzliche Punkte wert sein können. Und wir müssen mit 4 Karten, die wir auf der Hand haben und vielleicht einer weiteren, die wir auslegen können, also teilweise steht auch, kann man auslegen, um eine Loyalität zu bekommen oder so etwas. Also mit maximal 5 Karten müssen wir 9 Loyalitätspunkte erringen. Und wenn die Organisationen, die hier aktiv sind, eine von denen es ins Ziel schafft, bevor einer von uns diese 9 Punkte hat, haben wir alle verloren. Das ist aber nicht schön. Schön, ne? Nicht schön, hast du schon beantwortet. Da tut der Computerspieler, der da eigentlich noch durch die Gegend läuft. Das ist einer von den Sims, ich bin mir ganz sicher. Also, wir müssen Aktionen durchführen in Städten. Dann gehe ich 1, 2, 3, 4. Das sind meine beiden Aktionen. Ich gehe in die Stadt. Tschüss. Du. Kann ich auch hier in der Stadt eine Aktion machen? Das ist eine Siedlung. Also eine Siedlungsaktion durchführen. Ja. Du kannst eine Begegnung durchführen, ja. Klar. So langsam wie ich unterwegs bin. Aus dem Nichts hastet eine getigerte Katze an dir vorbei. Kira, ruft eine Stimme. Kira, komm zurück. Die Katze trottet ein paar Meter weiter, dann dreht sie sich plötzlich um und starrt dich an. Du hast 2 Optionen. Ignoriere beide oder versuche die Katze einzufangen. Ich versuche die Katze einzufangen. Dann musst du 4 Sternchen würfeln und mit A und L bekämst du Rerolls. Das kommt jetzt gut. In der schweren Bauerrüstung. Kitty! Nein. Komm her, Kitty! Ich hab hier die Reste ihrer Katze. Ich bin da aus Versehen draufgefallen. Fehlschlag! Du stolperst auf die Katze zu, die dir sofort entgegenspringt. Sie zerkratzt deine Hände und dein Gesicht durch deine massive Rüstung durch. Das muss eine Flirkin-Katze sein.
bevor sie in den Schatten verschwindet. Für den Versuch deiner guten Tat trägst du nur ein paar blutende Kratzer und eine große Demütigung davon, erleide einen Schaden. Die ganze Zeit wirst du angefallen von irgendwelchen Monstern. Und dann ist es die Katze. Katzen sind immer die gefährlichsten, das weißt du doch. Alles klar, nicht schlecht. Ja. Gut. Nicht. Und dann, zweite Aktion. Man kann ja auch jede Aktion mehrfach machen. Na, dann machen wir noch eine Begegnung. Jetzt habe ich die Katze zertreten, jetzt machen wir weiter. Das ist deine Interpretation des Geschehens, dass du sie zertreten hast. Anschließend, ja. Zwei Kinder spielen ein Kartenspiel namens Sünd, Netzbrenner. Alles klar. Das ist mein Lieblingsspiel, sagst du zu ihnen. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Einer der beiden schaut dich an und sagt, ach ja, wie wäre es mit einer Runde um ein paar Kronkorken? Zwei Optionen. Sag ihm, dass du die Regeln vergessen hast und geh lieber handeln. Oder nimm die Herausforderung an, eine Probe, wo du 4 Sterne brauchst und mit I und L Rerolls bekommst. Ah, dann auf. Komm, wir spielen. Da, zum Glück habe ich einen Reroll. Mhm. 3. Mist, weg ist mein Geld. Er nagelt dich super schnell mit Guckloch fest und du musst eine bittere Niederlage einstecken. Verliere 3 Kronkorken. Die Kinder haben dich abgezockt. Ja. Erste Katze zertreten, dann die Kinder zertreten. Ich gehe jetzt weiter ungeziefer jagen. Ich kann sagen, geh lieber raus, da wo die Monster sind. Dann bist du einfach viel besser. Ich gehe jetzt ungeziefer jagen, das ist mir jetzt. Markus, was machst du? Okay, ich erkunde erstmal hier das Gelände. Ja. Du. Ich? Dein Spiel. Okay. Das ist ganz schön verstrahlt. Das Supermutantenlabor. Das ist ja, weißt du, hier ist ein Supermutantenbiest. Wer hätte das gedacht? Der ist aggressiv und droppt Loot. Der ist auch mal gar nicht so unmächtig. Nee, der hat nur eine einzige Trefferzone und macht 3 Schaden. Das kann schon wehtun. Hier, guck. Der Wurf wäre es gewesen. Der Wurf ist gewesen. Das hätte auch meine Rohrzange ausgehalten. Stimmt nur, dass sie keine Köpfe treffen. Genau, ich darf keine Köpfe treffen. Köpfe treffen ist doof. Wenn ich da jetzt durchmarschieren würde, nehme ich Schaden. Ne? Ja, nimmst du Strahlungsschaden. Nehme ich Strahlungsschaden. Na, das Leben ist nicht fair. Komm her. Zack, zack. Nein. Pöppeli-pöpp. So, und der greift ja direkt an. Genau, der greift direkt an, das heißt, du würfelst. Haha, komm her, du Supermutantenbiest. Das ist 2x Torso. Ich darf nichts rerollen, richtig? Nein, nein, nein. Nope. Ich sehe keine A. Nein, doof, dumm, dumm, unrealistisch, blöd. Dann nimmst du 2 Schaden, also keinen, weil du hast ja einen Voltanzug mit Metallrüstung. 3. Oh, Entschuldigung. Da. Einer kommt trotzdem durch. Ja. Und das war's. Das war's, genau. Richtig. Ende der Runde. Schade, das war so knapp. Es aktivieren. Aber meine Rottang ist hin. Warum? Wegen dem. Wenn du es verwendest. Nee, hab ich nicht. Es aktiviert dieser Plünder. Ich zähle nicht, darum geht es nicht kaputt. Und wird jetzt aktiv geschaltet. Dann aktivieren alle. Supermutanten. Alle Mutanten. Du kannst direkt nochmal gegen den kämpfen. Ah, komm her. Kann ich ihn looten, wenn er platt gehauen worden ist? Ich glaube nicht. Oh. Ja. Einen Treffer, 2 Schaden. Passiert nichts. Also passiert nichts. Du brauchst eine bessere Waffe. Ja. Oder bessere Attribute. Du kannst deine Rohrzange gegen das Messer tauschen. Dann kann ich aber die trotzdem nicht neu würfeln, weil ich eine Metallrüstung trage. Damit kann ich keine Arsch neu würfeln. Ja. Es ist nicht niemand fair. Hat dich gezwungen. Was? Genau. Diese Metallrüstung anzuziehen. Cool, die hat mir echt den Arsch gerettet. Du hättest auch die Kampfrüstung kaufen können. Ich hätte mir auch so eine tolle Rüstung von Anfang an irgendwie. Und der bewegt sich einen Schritt in deine Richtung. Und dann aktiviert noch Mr. Gutsy. Schießt er jetzt was? Du hast recht, der ist jetzt benachbart. Das heißt, der schießt und er hat einen Treffer, also einen Trefferbonus. Und ich kann mich faktisch. Du kannst dich verteidigen, ja. Also es findet jetzt ein Kampf statt, aber es wird mit einem Vorteil für ihn abgehandelt, weil er vom Nachbarfeld schießt. Andersrum, wenn du eine Fernkampfwaffe hast und er nicht, dass es gibt. Obwohl, du kannst es auch behalten, weil es wäre ein Treffer. Du fügst ihm 2 Schaden zu und er dir 3. Er mir 3, das heißt, ich nehme einen Punkt Schaden faktisch. Ja. Ich habe ihn fast gehabt. Fast. Fast. Aber auch nur fast. Der ist am Körper nicht verletzlich. Das ist doof. Nein. Ist gut gepanzert. Na gut, okay. Genau, und Mr. Gutsy, der bewegt sich jetzt wieder einen Schritt in meine Richtung. Ende. Wow. Okay, das geht auch nochmal ganz schön schnell, wenn du nicht aufpasst. Mhm.
Ich hätte gerne eine Stadtbegegnung. Markus. Oh ja. Du hörst nichts außer dem Echo deiner Schritte, als du durch die Ruinen läufst. Alles ist ruhig. Folgende Option. Hacke dich in eine alte Kasse. Das geht auf I und du brauchst 3 Erfolge. Oder suche nach nützlichem Zeug. Das geht auf P und L und du brauchst 4 Erfolge. Ich hacke. Hacken Sie jetzt. Ich kann beides davon nicht, aber das war leichter. Nö, nicht gelungen. Fehlschlag. Ein lauter Alarm ertönt aus dem Computer, der etwas von draußen anlockt. Du bist wohl nicht allein. Du schnappst dir noch schnell einen herumliegenden Kronkorken. Du kriegst einen KK. Hey. Ziehe und bekämpfe ein Insekt. Insekt. Dann muss ich jetzt gegen einen Red-Skorpion kämpfen. Oh, gleich noch ein heftiges gekriegt. Du, das ist gar nicht so heftig. Ich habe versucht, meine Kasse aufzusprechen. Und tatsächlich, der ist gar nicht so hart. Was ist denn das da für ein Symbol? Was macht das? Der haut ab. Ach, wenn ich ihn nicht besiege, dann wird er inaktiv. Feige und genau, so genau. Der Ratskorpion ist feige. Ja, der fügt mir 2 Schaden zu. Was? Ja. Du kriegst ihn nicht? Ich krieg ihn nicht. Ich habe nur eins seiner Dingsies gewürfelt und ich habe meine Waffe. Du hast recht, der ist hier schwach. Mohoho. Der Ratskorpion ist hiermit ausgeschaltet. Ich bin ein bisschen vergiftet und ich kriege einen Erfahrungspunkt. Und damit kriege ich Intelligence. Ich bin jetzt schlau, weil ich den Skorpionsammeln stamme, bin ich schlau. Das ist Pi. Also was sagt uns, dass das Gift ist? Ich bin L. Und dann decke ich nochmal auf und guck mal, was hier rumgammelt. Sehr schön. Oh, hier ist ein Raider-Psycho. Okay. Ja, hätte ich mich ausruhen sollen. Das wäre schlauer gewesen. Aber stattdessen habe ich ein weiteres Monster auf den Plan gerufen. Ihr seid dran, Florian. Dann bleib doch in der Stadt. Nein, also, das war bisher super das cool. Das klappt gar nicht. Ich gehe einen Schritt in Richtung des grünen Feldes, das noch nicht aufgedeckt ist, und dann decke ich es auf. Das ist die Red Rocket Raststätte. Und da ist ein weiterer Bandit unterwegs, ein Regulator. Kein Bandit, sondern Pseudo-Sheriff. Der Regulator. Regulator. Ich komme her, um Ihre Heizung einzustellen. Wir hatten Sie auf 5 und das Fenster offen. Ja, ich meine, in der Welt kommt... Ja, okay. Nee. Du bist dran, oder? Nee, ich kann nur einen Schritt laufen. Das stimmt, ich wäre Rüstung. Kann ich mich hier einfach durchbewegen oder folgen? Du kannst tatsächlich einfach runtergehen. Ich habe das eben nochmal nachgeschaut, die halten dich nicht auf. Also ich könnte jetzt 1, 2 gehen und dann kann ich doch da wieder was lösen. Ich kann doch mit dem reden. Du kannst einfach vom Nachbarfeld aus finde die Sins und überzeuge sie, sich aus der Kontrolle des Instituts zu befreien. Mach eine Aktion angrenzend zu einem solchen Marker. Angrenzend. Also ich muss da stehen bleiben. Mhm. Okay, fantastisch. Dann bleiben wir da stehen. Gehst hin. Okay. Zack. Dann kriegt die Railroad einen weiteren Bonus. Mhm. Du kriegst 3 Kronkorken. Yes, ich kriege Kronkorken. Es werden weitere Sachen ausgelegt. 3 Kronkorken. Viel Kronkorken. 20 und die 134. Also ich sag dem, sei doch nicht so. Sei nett. Freundlich. Befrei dich. Befrei dich. Von der Gehirnwäsche deiner Meister. Das wird entfernt. Okay. Ab in die Anstalt. Nein. Von den befreiten Synths erfährst du alles über die verborgene unterirdische Fabrik des Instituts, in der die Synths entwickelt werden. Der einzige Weg hinein ist, sich als einer von ihnen zu tarnen. Eine Option, warne das Institut vor den Abtrünnigen, du wirst Schaltkreise benötigen, um ein Funkgerät zu konstruieren, mit dem du es erreichen kannst, töte einen Roboter. Oder? Mhm. Im Railroad-Hauptquartier wirst du alles Nötige finden, um dich als Wissenschaftler des Instituts auszugeben. Dann musst du an einem Ort namens The Railroad, direkt nebenan, eine Probe durchführen. 4 Erfolge nötig, PEA sind Rerolls. Ja, du musst dich da reinblöffen als Wissenschaftler. Und neue Mission. Fleisch und Knochen. Die Bewohner sind in Aufruhr. Ein junges Mädchen namens Olivia wurde beschuldigt, ein Sünd zu sein und aus ihrem Zuhause vertrieben. Sie sagte, dass wenn jemand ihre Schwester finden würde, könne sie die falschen Anschuldigungen, dass sie eine Art Roboter sei, widerlegen. Jetzt muss ich noch 135 hinzufügen. Für was genau kriegt man diese Karten jetzt nochmal?
Das sind teilweise, ich habe mir das gekauft. Keine, ne? Das sind teilweise Belohnungen hier zum Beispiel, wenn man, wenn man Vault-Gerüchte durchführt, dann, wenn man die Nicht-Storyline sozusagen durchführt. Ach, die Nebenquests. Wenn ich das richtig sehe, genau, weil die Hauptquests haben das nicht und beide Nebenquests, die gerade ausliegen, haben das. Das ist vielleicht ein Muster. Okay, ich darf sagen, ich habe die zweite Queste, ich rede die ganze Zeit mit irgendwelchen Sünds. Die Hauptquest bringt dich halt nicht vor. Wer steht die zum völlig unbeliebten Arsch und nix. Ja, da stehst du nachher interessiert nur, keine Sau. Stehst du nachher nur vor dem Endgegner und bist nicht hoch genug vom Level und vom Können, dass du ihm was antun willst. Der mag aber fürs kleine Arsch. Gut. Option 1, irgendetwas stimmt hier nicht, befrage Olivia. Dann führst du eine Probe in einem beliebigen Siedlungsfeld durch, also die mit dem kleinen Hütchen. Mhm, oder mach dich auf die Suche nach ihrer Schwester, führe Begegnungen in der Stadt aus, bis du Olivias Schwester findest. Ich habe nämlich gerade eine Begegnungskarte Olivias Schwester in die Stadt gemischt. Oh, das klappt nicht, ich gehe jetzt Gegner erschießen. Okay, ich habe ja noch einen Bewegungspunkt übrig sogar. Ja. Dann bewege ich mich. Dann gehst du in die Railroad. Gut, die Gegner sind dran. Es aktiviert dieses Sünd und dann geht ein Schritt in eine Richtung. Das war's. Dann. Alle, was seid ihr denn? Ja, Oguaya, das sind die, das sind die, das sind die. Todeskrallen. Ja. Todeskrallen. Ganz groß, ganz mies. Haben wir keins von auf dem Feld. Und ein Roboter. Der Roboter kommt vorbei. Ach nee, der schießt einfach vom Nachbarfeld. Er hätte mich eben schon beschießen können, das haben wir falsch gemacht. Ist egal, jetzt schießt er auf mich. Das heißt, er kriegt einen quasi kostenlos. Ich mache ihm einen, das reicht nicht. Er macht mir zwei. Du kannst aber doch neu würfeln. Nee, dafür hätte ich ausruhen müssen. Das ist derzeit verbraucht. Ach so. Mir geht's nicht so gut. Du siehst nicht fit aus. Ich bin dran. Ich gehe da weg. Wie wird das mit dem Ausruhen? Ich gehe da weg und ich ruhe mich aus. Dann kriege ich 3 Lebenspunkte wieder. 1, 2, 3. Und darf meine verbrauchten Gegenstände wieder bereit machen. Das ist wichtig. Gut. Ja, dann laufe ich langsam in Richtung dieses Banditen, wenn du fertig bist. Ja. Hallo. Der macht aber nichts, der ist nicht aggressiv, der schaut dich nur an. Du fragst dich, ob du deine Heizung richtig eingestellt hast. Und den werde ich jetzt gleich nach einem Wortbewohner fragen. Red okay, mit mir. Du hast nur eine Bewegung? Ich habe nur eine Bewegung, das ist ein Nachteil von der. Ach Gott, ist das. Die Rüstung möchte ich nicht geschenkt. Aber hier darfst du die behalten. Also. Du bist dran, Markus. Cool. Man kann doch irgendwas in der Stein im Ort genau. Tun, da, das da, Fleisch und Knochen. Du kannst 2 Sachen jetzt machen. Du kannst in bei der Railroad die Hauptquest versuchen weiterzubringen oder du kannst Fleisch und Knochen versuchen. Ich versuche mal Fleisch und Knochen. Ich will ja auch mal so. Dann legst du eine Probe ab. Du brauchst 3 Erfolge und S und C sind Rerolls. Stärke und Charisma. Hab ich ja nicht. Macht das einen Unterschied? Nein. Also kann ich nicht rerollen. Kannst nicht rerollen. Ich könnte darüber rerollen, oder? Nur wenn du kämpfst. Ist das so? Steht das da so? Ja, gut. 3 Erfolge. 3 Erfolge. Dann kriegst du jetzt eine Agendakarte. Yay. Kannst runterschauen, was sie dir bringt. 137 wird ausgelegt und hier wird entfernt. Also sprich jetzt mit Olivias Schwester. Nee, mit Olivia selber. Ach so, mit dir selber. Das andere wäre auf Messerschneide. Olivia gibt zu, dass sie ein Sünd ist. Allerdings bereut sie, was sie für das Institut, das sie erschaffen hat, getan hat. Nun möchte sie ein neues Leben beginnen. Sie hat von einer Organisation namens Railroad gehört, die ihr dabei helfen könnte. Lass was springen, um mit Agenten der Railroad Kontakt aufzunehmen. Da musst du im Pendleton anwesen. Das wir noch nicht haben. Das haben wir noch nicht aufgedeckt. Mhm. Okay. Das ist aber ein Ort. Mhm. Pendleton anwesen, 6 Kronkorken ausgeben. 6 Kronkorken. Und das oder mit einem Sendeempfänger aus einem Roboter könntest du das Institut kontaktieren, töte einen Roboter. Roboter töten ist momentan ultimativ schlecht. Ja, kann ich damit direkt 2 Sachen erfüllen, dass einen Roboter töte? Ja, ich glaube. Boah. Krass. Alles ich klar. Würde das so interpretieren, dass man 2 mit einem lösen kann. Ja, du musst ja immer noch ein Funkgerät bauen, ne? Ja. Ich war weg. Ich werde das war deine eine Aktion? Das war keine Bewegung, sondern eine Aktion, genau. Mhm. Und dann decke ich das da auf. Okay. Kannst auch die Hauptquest voranbringen? Ich sag's nur, aber mach wie du willst. Robco-Werk. Ein Roboter! Die Lösung all unserer Probleme.
ein Protektron. Ja, der droppt Zeugs und hat Rüstung. Du brauchst einen zusätzlichen Treffer, um ihn zu töten. Das heißt Rüstung? Ja. Mhm. Also das heißt, der hat Stufe 2 und ein Rüstungsschildchen. Das heißt, du brauchst 3 Treffer, um ihn zu töten. Alles klar. Die Gegner. Die machen alles von Fahrkarten modulieren bis zum Rettung Krankenschwester. Die machen alles. Einmal aktivieren die Plünderer. Wen haben wir denn da? Der da legt sich mit dir an. Kriegt der jetzt trotzdem einen Bonus? Sind beide auf einem Feld. Was braucht der denn? Der braucht Torso und Beine. Dann habe ich 3 Stück. Der ist tot. Und ich habe 2, das macht meine Rüstung aber. Dann darfst du dir einen Loot nehmen und kriegst 2 Erfahrungspunkte. Krass. Außerdem hast du damit eine von den Questen gelöst. Eine Raider-Rüstung. Die Vault-Gerüchte töte einen von denen. Du kriegst eine von den Agenda-Karten. Ja, sorry, ich wollte schon. Die 68 auslegen. Und dann würden auch wieder nur die Todeskrallen aktivieren, aber da haben wir immer noch keine. Kommt jetzt dafür nicht irgendwo ein anderer hin? Ja, warte, genau. Dann taucht ein neuer Raider auf dem nächsten Feld auf, das nicht belegt ist, aber der ist noch inaktiv. Dafür wird der jetzt aktiv, der geht einen Schritt auf mich zu. Der wird aktiv, der geht einen Schritt auf mich zu. Das sind beides keine Fernkämpfer immerhin. Okay, dann sonst haben wir keine, ne? Nee, das war's. Aber wir haben noch eine neue Quest. Ja, genau. Lebenszeichen. Die Raider hatten einen Computer dabei, den die Vault-Bewohner am Unterarm trugen. Damit sollst du in der Lage sein, Menschen in dem Vault zu kontaktieren oder mit dem dortigen Terminal zu interagieren. Option 1, man sagt, in der Stadt würden sich einige Verbande herumtreiben. Einer von ihnen kann dir vielleicht zeigen, wie du einen Pip-Boy benutzt. Da musst du eine Probe auf einem beliebigen solchen Feld ablegen. Oder der Pip-Boy sollte sich direkt mit dem Vault-Eingang verbinden können, aber du brauchst ein weiteres Paar helfende Hände. Da musst du einen Begleiter, das ist eine Art von Karte, die man bekommen kann. Zum Beispiel MacReady. Ja, dir zulegen. Und du musst auf einem Feld sein, das einen Zugang zu Vault 84 hat, zum Beispiel. Das, da. Das sind die 2 Optionen. Welches Modell Pip-Boy ist das? Das wurde nicht spezifiziert. So. Ich bin wieder dran. Was wollte ich eigentlich machen? Du hast dich ausgeruht, zurückgezogen. Genau. Ich gehe 1-2 und dann rede ich mal mit denen über Pip-Boys, weil ich habe gehört. Ja. Das ganz wichtig. Über dieses Name-Dropping. Ja. Die hat doch gar keinen Pip-Boy. Wie soll das gehen? 4 I und L sind Rerolls. I habe ich. Das sind 3. Sind immer noch 3. Ja, ist nicht gelungen. Florian? Dann gehe ich in die Rocket und würde da eine Begegnung. Genau. Einige Plünderer wetten um ihre Beute. Wer es zuerst zur anderen Seite der Anlage und wieder zurückschafft, gewinnt. 3 Optionen. Nimm am Rennen teil. Das. Du musst 6 Erfolge haben, aber dafür kannst du für jedes deiner Attribute einen Reroll bekommen. 2. Trainiere auf dem Parcours, wenn alle fertig sind. 3. Halt dich bedeckt und nimm ihre Sachen. 3. Sehr geil. Sobald sie aus der Sichtweite sind, nimmst du dir so viel, wie du tragen kannst und verschwindest. Du wirst verachtet und du bekommst 2 Beutekarten. Das ist eine Stadtstufe 2. Und hier steht, dass du bekommst Beute mal statt Symbol. Dafür wird man auch verachtet. Dein Verachtet war viel cooler als mein Verachtet an der Stelle. Das will ich nur mal klar anmerken. Soll ich dir was zu dem Verachtet sagen? Oh, Alter. Ein Lasergewehr und ein Impro-Gewehr. Egal wie, du hast ja nicht mal Waffen. Yeah. Ich habe eine Rohrzange. Ich habe eine Kreuzschlüssel und sonst nichts. Kreuzschlüssel und ein Röckchen. Dafür hast du am meisten Schaden. Ist schön. Vielen Dank. In einer Hinsicht führe ich. Ja, ich bin das Leuchtfeuer, zu dem alle Gegner wollen, weil ich schon blute. Ganz toll. Du bist dran. Ja. Ich stehe da denkbar ungünstig. Ist das unangenehm. Okay, ich könnte mich an dem da versuchen, richtig? Und es gab eins, wo ich die Railroad voranbringen kann. Da. Genau. P-E-A. Zumindest ein Reroll hast du. Okay. Du brauchst 4 Erfolge. Gilt das hier auch nur für den Kampf? An der Stelle, weil sonst kann ich sie aber ausziehen.
Genau. Und dann? Immer am Anfang deiner Runde kannst du Sachen neu strukturieren. Okay, mache ich das sortieren. Natürlich so. Und ziehst sie aus, damit du agiler wirst. Mhm. Beim Kontaktieren im Railroad. Ja, der Reroll ist nötig. Nein! Immer noch nur 3. Ja, ist nicht gelungen. Kannst du es nochmal versuchen als zweite Aktion? Achso, ja, aber dann machen wir das doch einfach nochmal. Komm her. 1, 2, 3, 4. Ich habe die Railroad kontaktiert. Du kriegst 3 Erfahrungspunkte. Das ist cool. Du stehst ja oben auf dem hier im Hauptquartier. 1, dann ziehen wir. Das ist ein E. Und dann geht's weiter. 1, 2, 3. Dann 28 und 148 auslegen. Okay, es gab Erfahrungspunkte. Alles klar. Gab es für den Banditen eigentlich auch Erfahrungspunkte? Ja, seine Stufe. 2. Entschuldigung. Dann kriege ich jetzt noch eins. Weißt du noch mal eins? Na, fertig. Ein Ende. 2 neue Questen. Die eine heißt die atomare Aktion. Okay. Die Railroad hat das Institut unterwandert und eine Massenrevolte angefacht. Sie plant nun, das Institut ein für alle Mal zu erledigen. Ach genau, und die haben auch noch mal einen Bonus bekommen. Du weißt schon, wenn die Railroad gewonnen hat, sind wir vorbei. Aber es ist cool. Ja, gut. So, okay. Kommt ein Questmarker. Man muss Prioritäten setzen, stimmt. Und ein Railroad-Mitarbeiter auf das Feld. Der Marker stellt Reaktorpläne dar. Ein Überlebender im gleichen Feld wie die Reaktorpläne kann sie beim Bewegen mitführen, dann gelten für ihn alle Felder als unwegsames Gelände. 1. Beseitige so viele Rebellen wie möglich, sind es ebenso wie Railroad. Wenn du jetzt dich entscheiden willst, wieder für das Institut zu arbeiten, dann versuchst du, die zu töten. Mhm. Dann musst du einen Sternchenmarker und oder einen von denen. Also du musst eine Person töten, entweder ein Sternchen oder ein Schild. Okay, na gut. Oder die Railroad hat Baupläne vom Reaktor des Instituts. Falls sie es mit den Plänen dorthin schaffen, könnten sie ihn in die Luft jagen und das Ganze endgültig beenden. Die Reaktorpläne erreichen die Sith-Ruinen. Du kannst sie mitnehmen, wenn sie da ankommen, ist dies beendet. Und dann bekommt die Railroad plus 4 Punkte und hat damit das Spiel beendet. 4? Mhm. 4 ist aber viel. Dann der etwas andere Vertibird. Diese Rostlaube ist zwar alt, aber sie fliegt. Ein alter Mechaniker namens Tully hat einen Wrack der stählernen Bruderschaft flott gemacht und fliegt Leute für ein paar Kronkorken durch die Gegend. Die Story über die große Narbe in seinem Gesicht, die angeblich von einem Kampf mit einer Todeskralle stammt, die seinen Bruder getötet hat, gibt's gratis dazu. Lege einen Questmarker in das Siedlungsfeld mit der höchsten Stufe, das ist der Vertibird. Siedlung, das ist eine 3, das ist eine 4, 1, was ist das, eine 3? Dann ist das aktuell Diamond City. Hier ist ein Vertibird. Gönn dir einen Flug. Aktion beim Vertibird, zahle 4 Kronkorken, stelle deine Figur in den Vertibird in ein leeres Feld deiner Wahl. Oder räche Tallys Bruder, töte eine Todeskralle. Sehr genau, geil. Geh eine Todeskralle töten. Dafür gibt es wenigstens am Ende sogar gibt's hier Einfluss. Also von daher ist das eigentlich schon ganz cool. Gut. Krass. Das war deine Aktion. Dann sind jetzt wieder die Gegner. Wenn ich die jetzt dahin bringe, ist das Spiel vorbei. Ne? Ja. Wir haben alle verloren. Ja, aber das Spiel ist vorbei. Okay, gut, das habe ich aber verstanden. Es aktivieren die Mutanten. Das ist aber schlecht. Schau mal, der schießt direkt vom Nachbarfeld auf dich. Das ist aber aufdringlich von ihm. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum es dumm ist, die Rüstung auszuziehen. Das sind 4 Schadenspunkte und du... Ich habe ihn nicht getötet. Verdammt. Nee. Maxim. Also nehme ich 3 Schaden. Hast ihm 2 rein theoretisch beigebracht. Genau. Darf er das nicht? Ah ne, hat die Rotzange, hatte ich keine Stärke, vergiss es. Ja. Ich hätte das Messer gehabt, ich hätte das. Und der andere kommt einen Schritt näher. Hätte eine Fahrradkette. Dann aktivieren alle Insekten. Was haben wir denn? Hier ist eine Blähfliege. Kommt einen näher und die anderen werden umgedreht und sind jetzt aktiv im Spiel. Macht ihr, was ihr wollt, ich gehe Käfer töten. Ich würde sagen, du hast da so eine eigene Beschäftigung. Und alle Teufelskrallen immer noch keine im Spiel. Was mache ich denn jetzt?
Das ist ja echt mal... Schaffe ich diesen Roboter, den Mr. Gutsy? Wisst ihr was? Ich mache einfach mal was Bescheuertes. Ich heure den Vertibird an für 4 Kronkorken. Oh Mist, der kann nur freie Felder. Ich kann nichts nehmen. Dann doch nicht. Dann doch nicht. Nee, was mache ich denn dann? Also ich kann den immer noch anheuern, aber was mache ich denn dann? Was kann ich denn Sinnvolles tun? Hättest du mal mehr Geld. Ich könnte noch mal versuchen, über den Pip-Boy was rauszufinden. Ein Reroll habe ich. Ja. Ja, und dann ruhe ich noch mal aus. Ich mache nicht viel Sinnvolles. Ihr seid dran. Gut, dann decke ich das letzte grüne Feld auf. Super Duper Mart. Der Super Duper. Ist natürlich ein Raider, ein Kopfgeldjäger ist da. Dann gehe ich. Ne, von da aus kann ich noch nicht schießen. Ich muss mit dem Nachbarfeld muss genau. Ich stehen. Dann gehe ich einen Schritt in seine Richtung. Gut. Und das war's, ne? Ja. So, das Feld habe ich erledigt. Jetzt kann ich das, wie gesagt, dann nur noch durch die Gegend tragen, was ja nicht so richtig sinnvoll ist, wie wir festgestellt kannst haben. Kannst das mitnehmen, ja. Kannst aber auch noch einen Siedlungsbegegner machen. Lebenszeichen, da den Computer für die Vault-Bewohner. Das ist damit rumfliegen und das ist das Mädchen, das ein Synth ist. Wir können versuchen, Kontakt mit der Railroad aufzunehmen. Ich habe nur so das dumpfe Gefühl, ich sollte mal langsam da weg. Du bist ein bisschen eingekreist. Das sieht nur so aus. Ich decke das hier mal auf. Das ist eine Aktion, aufgedeckt. Alter, ist das scheiße. Das ist ganz schön verstrahlt, aber immerhin keine Gegner. Du meinst, das soll ich mir nicht so anstellen, ne? Man kann nicht alles haben. Das stimmt wohl. Das war eine Aktion von den zwei, ne? 1, 2. Und du nimmst das Dings nicht mit, ne? Nein. Gut. Also zählt das als schwieriges Gelände? Nein. Achso, warte mal, ich habe aber natürlich meine Metallrüstung noch angezogen. Wieder angelegt. Ja, du bist ein bisschen verstrahlt. Kommt in den besten Familien vor. Kann schon mal passieren. So sei. Kann sein. Es aktivieren die Railroad-Agenten. Geht einen Schritt auf dich zu. Es aktivieren alle Standardschurken. Der schießt auf dich. Ping! Das heißt, er macht rein theoretisch 3 Schaden. Du machst ihm, er hat Beine. Du würdest ihn umbringen mit dem Wurf aktuell, weil du 2 Beine hast. Er macht 4 Schaden, weil er +1 hat. Stimmt. Also es kommt 2 durch. Ja, dann, aber ich bringe ihn um. Das ist die Hauptsache. Dann kriegst du einen Loot und 2 Erfahrungspunkte. Alles klar. Du hast auch Prios, ne? Ja, aber gerade wird nichts ausgelöst dadurch, dass man welche von denen tötet. Ausnahmsweise mal sind sie nicht das Ziel von einer. Schrott. Sehr gut. Der ist nichts wert, aber cool. Der kommt einen Schritt näher. Der kommt einen Schritt näher. Sonst. Nein. Und dann die Mutanten. Und einer von denen hat eine Fernkampfwaffe. Der schießt. Der schießt auf dich. Boah, mit dem habe ich echt Beef. Der ist schon eine Weile hinter dir her. Der ist schon eine ganze Weile hinter mir her. 1, 2, 3. So, und das ist genau das, was ihm nichts macht. Genau. Den hätte ich damit umgebracht. Das ist 3-mal Torso, das hast du sehr schön gewürfelt. Okay, ich ziehe jetzt alle nach Diamond City, damit die Stadt untergeht. Ich push an. Okay, sehr schön. Oder auch nicht ganz so schön. Na gut. Was haben wir denn noch nicht aufgedeckt? Okay. Das war die Runde. Ich bin dran. Jetzt aber. Pendleton anwesend. Hätten wir es gesucht. Und das ist eine Todeskralle. Ist das jetzt hier nicht weg? Nee, das kommt mit. Das wird nicht abgelegt, sondern das Taxi steht jetzt da. Ach, das steht jetzt da, solange bis wir seinen Bruder gerecht haben. Ein Yaoguai. Danach ich nehme geht er zur Ruhe. Ein Yaoguai. Ah ja, ein fieser Dämon. Kannst du auch seinen Bruder rächen? Rein theoretisch kann ich auch seinen Bruder rächen, ja. Wenn du reingehst, kannst du das sogar direkt machen, der greift direkt an. Ja, aber ich habe keine Aktion mehr. Nicht? Ich bin geflogen, das war eine, auf und ich habe aufgedeckt. Also, na gut, okay, macht Sinn. Florian.
Oh, schade. Dann gehe ich. Oh, du hast hier jemanden getötet, dann wird hier ein Inaktiver hingelegt. So. Dann gehe ich jetzt in den Super-Duper-Markt. Und mache eine Aktion. Check. Du hörst nichts außer dem Echo deiner Schritte. Das hatten wir schon mal. Als du durch die Ruinen läufst, alles ist ruhig. Wurde dir einfach wieder reingemischt? Hacke dich in eine alte Kasse oder suche nach nützlichem Zeug. Ich suche nach nützlichem Zeug. Das ist P und L. Die gibt es offensichtlich hier. Einfach zweimal. Die gibt es einfach öfter, ne? Und du brauchst 4. Ich habe ja noch. Da nehme ich meinen P. Reicht. Reicht, okay. Erfolg. Du schiebst ein paar Trümmer zur Seite und findest eine Leiche. Jetzt erschrecken. Nein, das ist die Endzeit. Sie stinkt und hat aber ein paar nützliche Gegenstände bei sich. Bloß gut, dass ich sie. Du erhältst eine Beute mal Stufe des plus 1. 3. Ja. Dankeschön. Das hätte ich gerne vorhin geschafft. War mir ein Fest. Lege diese Karte sofort ab und erhalte 3 Kronkorken und das Ganze 3-mal. Okay, er hatte einige nützliche Kronkorken bei sich. Okay, dann kriegst du einen 5er. Alter. Und. Er wurde vorher versucht, der hat die Kasse aufgebrochen. Der hatte die Kasse. Dann ist alles erschlagen worden von irgendwelchen Kindern. Schön. Schön. Gut. Markus. Wunderschön. Ja, ich finde es großartig. Pendleton anwesen, den Vertibird hast du schon durch die Gegend gefahren. Mhm. Ich kann da noch irgendwelche Dinge tun, ich kann nach Lebenszeichen suchen. Ja, du kannst versuchen, den Pip-Boy, also hier in Diamond City, was über den Pip-Boy herauszufinden. Und also musst du entweder Reaktorpläne durch die Gegend schleppen oder einen von den Sternen oder einen. Die Reaktorpläne wissen wir dann zum Spiel vorbei. Das ist ja ganz doof. So, ich gehe mal nach Diamond City und versuche das mal mit den Lebenszeichen. I und L sind Rerolls. Klappen. Ja. Du bekommst eine Agenda-Karte. Yay. Und 71 hinzufügen. Das war jetzt der Pitboy, oder was? Ja, er hat zum Pitboy rumgefragt. Ach, 71 hinzufügen, das muss eine Begegnungskarte sein. Schauen wir mal. Ach, die wird dann reingemischt. Mhm. Hier ist sie nicht. Das ist tatsächlich. Das könnte man übersichtlicher machen. Auch nicht. Vielleicht einen von denen? Das könnte sein. Tatsache. Wir haben jetzt genau eine Wortbegegnungskarte. Eine Wortbegegnung. Ah, okay. Also wenn du zum Wort gehst, kannst du genau eine. Genau, genau eine Sache. Und dann wird sie entfernt. Hallo? Hallo, hallo? Hallo Walt? Haben wir noch irgendwas in dem Siedlungsgebiet da, was man tun kann? Ich glaube, das war's. Siedlungsgebiete sind momentan leer. Gerade sind die Siedlungsgebiete erledigt. Nein, es sind jetzt nur noch spezielle Orte. Todeskrallen, durch die Gegend fliegen, Reaktorpläne schleppen oder einen von denen töten. Okay. Die Gegner. Und hinterher. Dann alle Roboter. Was will die jetzt eigentlich von mir? Die würde mich auch angreifen, obwohl ich denen die ganze Zeit eigentlich den Arsch hinterher getragen ja, habe. Ja, das sind trotzdem Gegner. Eins, zwei, ich bin näher dran. Und Räuber. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Raider Psycho. Der würde wahrscheinlich mit den Bomben. Hier. Und der hier wird aktiviert. Das war's. Respekt. Na gut, das ging. Dann. Ich gehe dann mal. Und ups, diese Todeskralle möchte mir wehtun. Ich brauche einen mehr, wenn sie Rüstung hat. Also 3000 Treffer braucht. 3000. Mhm. Ich erschöpfe meinen Kreuzschlüssel um einen Reroll. Schade. Das sind 4 Schaden. Alter Falter.
Aber ich gebe auch das war ja keine Aktion, weil die aggressiv ist, die ist einfach auf mich draufgesprungen. Ich gebe alle meine Aktionen für Bewegungspunkte aus, das heißt 1, 2, 3, 4. Hier ist ein schwieriges Gelände zwischen, jetzt bin ich auf dem Pendleton anwesend. Zeigt eine lange Nase. Und humpelt ein bisschen, weil sie mich nicht fies gebissen hat. Ja, die ist, ja, das wird sicher ganz toll. Und ich habe kein Geld, um das Pendleton-Anwesen auszuwählen. Hauptsache hingeflogen. Ich hab nur bis zum Ort gelesen und nicht, was ich da machen muss diesmal. Schade. Seid ihr das Pendleton-Anwesen? Ja. Schön. Ich werde da einfach Begegnungen machen, bis ich Geld habe. Was? Florian? Ich würde auf die Siedlung gehen. Auf den Hoffmann Farm? Genau, und dann würde ich Kram verkaufen. Du musst eine Begegnung machen und vielleicht kannst du dann handeln. Ach so, okay, dann machen wir eine Begegnung. Als du dich bei den örtlichen Händlern umsiehst, spricht dich eine zwielichtige Person an und flüstert dir zu. Hey, Kumpel, du siehst aus, als könntest du ein paar interessantere Dinge gebrauchen. Ignoriere ihn und widme dich den Händlern. Gehe unauffällig mit ihm oder rufe nach den Waffen. Wachen. Waffen? Wachen. Ich rufe nach den Waffen. Das ist ja genug. Ja, nee, ich geh mal mit, mal gucken. Im schlimmsten Fall tut er mich in eine dunkle Gasse zerren und dann... Ja, vermöppt er dich, ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Der grinsende Mann führt dich zu einem gut versteckten Stand. Werde verachtet, bist du schon. Oh. Zieh zwei Karten und lege sie in die Auslage. Ah, Curry. Handeln, jetzt darfst du Dinge verkaufen. Waffen und Drogen kosten zwei weniger. Nee, Curry kriege ich nicht, dafür muss ich... Muss ich gar mal anders sein. Ne, lol. Der redet nicht mehr. Der denkt nicht mehr daran, mit dir zu reden. Richtig. Waffen und Drogen. Dann verkaufe ich den Kram, die Raider-Rüstung und das Impro-Gewehr. Macht 7 Kronkorken. Und dann kaufst du dir die Welt. Nein, dann... dann muss ich eine Charisma... Muss ich Charisma haben dafür, um den zu kriegen? Gut, das habe ich nicht. Das habe ich auch nicht. Das habe ich auch nicht. Wir haben gar keinen. Du bist verachtet und nicht charismatisch. Nee, ist alles... Kommt mir bekannt vor. Verachtet und nicht charismatisch. Na? Von deinem Charakter, von deinem Charakter. Dann machen wir das, was wir immer machen, wenn wir Geld so viel haben. Wir holen uns ein Stimpack. Ja. Markus... Verachtet und uncharismatisch, ja. Was macht dein Charakter? Ja, das kennen, ne? So, da ist echt nichts zu holen im Moment. Echt ein bisschen, ich habe dem Chat eben versprochen, dass ich noch ins Bild kommen würde. Deswegen tue ich das ja, jetzt mal. Genau. Chat, wir haben nicht mehr zu essen im Kühlschrank. Der Rewe macht gleich zu. Soll ich noch schnell einkaufen gehen? Das hast du den Chat gefragt. Okay, dann kannst du ja schauen, was der Chat antwortet. Ja. Was meinst du? Ich bin gespannt auf eure Antwort. Bin ich im Chat? Mal angenommen, du wärst der Chat. Ja? Dann bräuchtest du nichts zu essen, weil du hast ja was zu Hause im Kühlschrank. Wahrscheinlich. Also würdest du sagen, auf gar keinen Fall. Meine Antwort als Nicht-Chat ist, ich habe Süßigkeiten. Das ist überhaupt nicht gut. Ist von wegen nichts mehr im Kühlschrank. Die sind nicht im Kühlschrank. Man kann auch die in den Kühlschrank stellen. Das war auch kein Problem. Nee, steinhart. Ja, dann kann man die lutschen, ist doch toll. So. Was sagt der Chat? Die machen ohne mich an ihr Party. Ich. Sind sie ohne Aufsicht? Die kommen mir die ganze Zeit hinterher. Das ist echt ein bisschen anstrengend. Okay, also ich laufe mal hier rüber. 1, 2 zu dem Plünderer. Und dann verprügele ich den doch einfach. Das sind die Befürchtungen. Hast gesehen, das bringt was. Ja, eben, muss ich gerade sagen. Ich habe festgestellt, dass das durchaus Sinn machen kann. Oh Mann, ist das bitter. Der ist sehr tot, aber du nimmst auch eine Menge Schaden. Ich nehme eine Menge Schaden. Ich nehme 3 Schaden. Willst du nicht rerollen, um zu hoffen? Oder? Ich kann nicht rerollen. Achso. Du hast keine Stärke. Aber der ist. Und du kriegst einen Erfahrungspunkt. Ich krieg einen Erfahrungspunkt. Zack. Das hat sich richtig gelohnt. Das war nicht gut, nee. Ich krieg 3 Kronkorken. Es taucht auf dem nächsten Spawnfeld. Das ist hier ein inaktiver von der Sorte. Ist überhaupt noch was da zum Einkaufen? Zumindest habe ich Geld. So, und welcher. Ich habe noch einen Bewegungspunkt. Wo hast du die Kronkorken her? Die habe ich gezogen bei dem Raider. Du ziehst davon. Habe ich ja. Ah, dann liegt es auf dem richtigen. Na gut. Fail. So machen wir das nicht. Epic Fail. Ich habe noch Bewegung. Oh. Ich habe mich ja nur eins bewegt. Der Angriff ist ja ein Punkt, richtig? Eine Aktion, ja. Eine Aktion, meine ich so. Dann
bewege ich mich wieder hier rüber. Glaube ich. Weil sonst greife ich mich von allen Richtern vorbei. Das sollte mich halt angreifen. Gut. Es aktivieren die Todeskrallen. Bloß grüß sie nur eins gehen können. Mhm. Immer diese Tränen geschöpft wird. Dann. Das ist voll anstrengend. Die Insektenplage rückt vor. Juhu! Oh, die eine hat doch noch eine Pistole, gell? Die Blähflieger hat eine Pistole, ja. Genau so. Oh Gott! Oh. Ich übergebe mich in meine Rüstung. Nein, das Insekt ist eine Pistole. Das ist Kopf und Torso. Kopf und Torso, ach, drei Torso treffen. Das ist sehr tot. Und ich kriege... ist ein Erfahrungspunkt. Yep. Sonst nichts. Ich bekäme auch einen Treffer, aber ich... Und hier ist bei uns was. Genau, ich verliere einen Trefferpunkt dafür. Nicht schlecht. Was bedeutet das, ne? Wenn du dagegen kämpfst, wirst du verstrahlt. Ach, das ist aber unangenehm. Ja. Und dann aktivieren die Mutanten. War hier nicht eben noch jemand? Er ist weitergezogen. Mhm. So, ich bin dran. Ich ruhe mich aus. Geht das auch mit dem Verstrahl, wenn ich vom Nachbarfeld mit der Fernkampfwaffe schieße? Ja, ich glaube. Die explodiert in deine Richtung. Okay, du. Versuch ich nochmal mit der Todeskralle? Sie hat noch. Achso, du hast noch. Genau. Du hast nur einmal geheilt. Ja. Drei muss ich schaffen. Ich kann einen Reroll haben. Ach, bevor ich da rumgammel und nichts tue. Komm, gib's der Todeskralle. Todeskralle verprügeln. Körper, Körper, Körper. Es fehlt nur ein Torso. Ein Torso fehlt noch. Ein Torso fehlt noch. Ich rerolle den hier, indem ich meinen Schlüssel. Yay! Todeskralle erschlagen. Ich nehme nur einen Punkt. Einen Schaden. Todeskralle ist tot. Ich bekomme zwei Erfahrungspunkte. Ja. Und 149 auslegen. Ich habe eine Quest erfüllt. Ich erwarte ja jetzt, dass er mich umsonst kutschiert. Der kommt weg und dann kommt hier eine neue Todeskralle hin, richtig? Nein, doch, oder? Ja, in eine inaktive auf das nächste Spawnfeld. Ah. Das ist das einzige. Ja. Oh, ein strahlender Ghoul. In deiner Schuld. Fortan ziert ein breites Grinsen das vernarbte Gesicht des alten Tully. Seine Vertebird-Flüge sind günstiger geworden, seit sein Bruder gerecht wurde. Flieg zum Sonderpreis. Vertebird zahle 2 Kronkorken. Ja, das ändert jetzt nicht viel an deiner Kassenstand, aber sonst... Aber es ist ziemlich günstiger. Ziemlich cool. Ja. Schön. Ich habe mit meinem Kreuzschlüssel eine Todeskralle totgeschlagen. Das war schon ziemlich beeindruckend. Hast du deine Erfahrungspunkte dafür genommen? Ja, habe ich schon. Sehr gut. Florian. Dann gehe ich mit der einen Aktion einen Schritt und mit der zweiten einen zweiten Schritt. Gut. Toll, dann bin ich dran. Mhm. Eins, zwei. Ja, da steht der Vertibird. Der kostet jetzt 2. Fliegst du damit weg, oder was? Oh, ich habe einen Vertibird gefunden. Warum ist der denn so günstig? Und dann halte ich mich mal. Schön. Sehr gut. Die Gegner aktivieren. Nur die Mutanten. Mensch, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Sind ziemlich häufig dran, der ey. Schießt trotzdem. Oh, ja. Mein Nemesis. Dein guter alter Freund. Meine Nemesis. Das ist echt. Verfolgt von einem Supermutanten. Ja. Der kennt dieses Schicksal nicht. Alter, ist das bitter. Arme und Kopf. Der überlebt alles. Ich habe wieder nur 2 Schaden. Der braucht 3. Ja. Aber immerhin macht er mir 2. Toll. Ganz toll. Okay. Der bringt mich noch um. Also nur der. Das nur der eine da. Okay. Ich gehe 1, 2 und dann gehe ich 1. Der greift mich direkt an, weil er ein aggressiver Pisskopf ist. Eine aggressive Spezies. Und ich hätte ihn getötet. Ich nehme da 3 Schaden. Das muss halt dann jetzt sein. 3. Kriegt 2 Erfahrungspunkte. Markus alle angelockt hat und dann mit dem Wölbe abhaut. Ich bin jetzt stark und ich kriege Beute. Psycho, Gegenstand, Droge. Kampf erschöpfen, um einen Trefferpunkt zu regenerieren und einen Neuwurf zu erhalten. Lädt eine Probe auf Endurance 3 ab, Fehlschlag, werde abhängig.
Falls du abhängig bist, kannst du diese Karte nicht ablegen und musst einen Kronkorken ausgeben, wenn du sie spielbereit machst. Okay? Schon ist die Jet abhängig. Das ist wunderschön. Ja, und dann gehe ich noch einen letzten Schritt dahin. Gegen den kämpfst du ja nicht, weil der... Der ist nicht so aggro. Du. Ich? Ja. Du. Hatten wir schon wieder eine Runde weiter? Ja. Es war nicht viel los. Der hat mich nur fast erschossen, aber mir war nicht. Achso, dann gehe ich auf den Vault. Problem ist, es ist erschwertes Gelände, das kostet mich beide meine Aktionen. Ja. Ich krabbel den Berg hoch zur Tür. Uff. Gut. Ich glaube, der Chat hat Nico gesagt, dass er einkaufen gehen soll, ne? So. Jetzt wir könnten jetzt alles machen hier. Wir könnten einfach mit den Spielen spielen. So, ich bezahle mal zwei. Du fliegst durch die Gegend. Dafür, dass ich sein Bruder ehrlich mal. Und dann bezahle ich, weil sonst hätte ich keine Aktion mehr übrig. Ja, 2, 3, 4, 5, 6. Du kriegst eine Agenda-Karte. 138 auslegen. In Sicherheit bringen. Die Railroad möchte Olivia so weit wie möglich von hier wegschaffen. Wenn du sie hinaus ins Ödland führen würdest, könnten sie Olivia in Sicherheit bringen. Lege einen Questmarker in dein Feld. Das ist Olivia. Mhm. Nicht verwechseln mit dem Fertibird. Mhm. Überlebende in Olivias Feld erhalten. Aktion. Lege eine Probe auf Charisma ab mit einem Erfolg, den ich es bewege. Olivia um ein Feld pro Erfolg, den dein Ergebnis die Schwierigkeit der Probe übersteigt. Bringe Olivia zu einem Ort, der sicher genug für die Übergabe ist. Olivia erreicht ein Stadtfeld, dann geht's weiter. Warum sollte man einem Roboter helfen? Scheint, als müsstest du sie in den Tod legen. Olivia erreicht ein Feld mit einer Todeskralle. Du kannst sie also entweder in die Stadt bringen oder zur Todeskralle. Ja, das mit der Stadt ist echt anstrengend. Das komm mit, kleines Mädchen, ich bring dich in Sicherheit. Ja, aber sie zu retten bringt wenigstens auch eine Einflusskarte. Es gibt beides dasselbe Ergebnis. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Du bist Vater von wie vielen Töchtern? In diesem Spiel von keiner. Nicht, von dass du es weißt. Ja. So, dann sind die Gegner wieder dran. Der rückt vor. Das Institut bewegt sich auch wieder. Die Todeskralle wird wach. Tja. Und alle Insekten bewegen sich. Erfahrungspunkte. Und deaktiviert. Eine Maulwurfsratte. Gut, das war's. Ich bin dran. Ich ruhe mich aus. Und eigentlich wollte ich den ja hauen, um dieselbe Quest zu lösen. ich hau ihn einfach so, genau. Weil warum nicht? Gab es da nicht noch irgendwas anderes mit Robotern? Oder haben wir das inzwischen? Das ist auch schon erledigt, ja. Brauche ich denn für den Arme? Nur Arme? Ja, aber ich habe ihn drei davon. Ich habe ihn schon erledigt. Ich nehme 3 Schaden. Blink, 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 blink. Er ist tot. Ich bekomme Erfahrungspunkte. Bim, bim. Und dann spawnt ein Roboter. Wo ist der nächste Punkt dafür? Nee. Ist das wieder derselbe? Entschuldigung. Ja, das ist natürlich falsch. Der wird abgelegt. Ich wäre cool. Ja, mal schauen, was es ist. Florian. Jetzt. Ja, dann schieße ich erstmal auf den Red Skorpion. Auf den Red Skorpion. Du machst einen Schaden mehr, weil du als Fernkämpfer gegen Nahkämpfer antrittst. Brauche ich einen Schaden mehr? Ja, nein, du machst einen Schaden mehr. Was brauche ich? Für Arme oder Beine? Beine habe ich 2 Stück. Der ist so tot. Oh ja, und ich kriege theoretisch einen Schaden, aber das macht meine Rüstung weg. Ja, du kriegst einen Erfahrungspunkt. Juhu, das heißt, ich darf mein weiteres Attribut ziehen. Damit haben wir alle Insekten durch. Das heißt, ich mische die jetzt neu. Es. Naja, Stärke. Insekten. Alle Krabbelviecher. Und dann spawnt das hier. Zweite Aktion. Wahrscheinlich, wenn du was Gutes machst. Ich klopfe an die Vault-Tür. Du darfst dann wahrscheinlich hier einfach die Karte. Genau, ziehen, eine Begegnungskarte. Ja. Die habe ich bereit gemacht, nur für. Ich habe den Pitboy erbeutet, also bitte. Es war Teamwork. Und ich habe nichts dazu beigetragen, obwohl ich mich redlich bemüht habe. Das stimmt. Sie war stets bemüht, den Wall zu finden.
Eine von Wachen flankierte Gestalt empfängt dich mit offenen Armen hinter der Tür. Willkommen in Vault 84. Ich bin Aufseherin Hayes, die Anführerin dieses Vaults. Wir haben seit 100 Jahren keinen Außenstehenden mehr hereingelassen. Es ist also ein außergewöhnliches Ereignis. Aber nach den jüngsten Vorkommnissen... Nun ja, als sich dein gestohlener Pip-Boy verbunden hat, habe ich eine Gelegenheit gesehen. Zwei Optionen. Danke ihr und frage nach den Regeln in diesem Vault oder verlasse den Vault. Ich frage nach den Regeln in diesem Vault. Mach keinen Ärger, dann wirst du klarkommen. Allerdings haben wir ein jährliches Votum, um gefährliche Leute aus dem Vault zu verbannen. Selbst mit meinem Segen bist du nicht geschützt. Das weißt du bestimmt. Das wird entfernt, dann werden X-Anzahl Überlebender, wir sind drei. Wir nehmen jetzt die Karten 72 bis 79. 6, 7, 8, 9. Von denen werden zufällig 3 genommen. Ich misch die mal. Ja, ich wollte dir auch mal Wort zeigen, wie das funktioniert. Mhm. Ich meine, ich finde es toll. Wer möchte ziehen? 1. Du offensichtlich. 2. Dann darf ich auch eine. Genau. Die werden jetzt als Begegnungskarten hingelegt, alle anderen werden entfernt. Okay. Klar. Mal gucken, wie lange dauert, bis sie die Tür zumacht. Bis sie die wieder rausschmeißen. Ja. Gut. Okay, du bist im Vault. Herzlichen Glückwunsch. Ach, macht doch da draußen, was ihr wollt. Tür zu. Ich mache hier meinen eigenen Vault. was möchtest du machen, Markus? Wie muss ich die bewegen? Mit Charisma. Also du legst eine Probe ab. Tja. Mit Charisma kriegst du Rerolls. Na komm, sei nicht so. Komm mit. Und für jedes Sternchen, das du über eins hinauswürfelst, bewegt sie sich ein Feld. Okay, als allererstes mal heile ich tatsächlich. 1, 2, 3. So, und jetzt wird das hier auch mal abgeändert. Jetzt reicht's. Ich gehe jetzt mit dem Messer im Vault-Anzug. Und dann unterhalte ich mich da nochmal mit Menschen in dieser tollen Stadt. Ist das eine Stadt oder ist das eine Siedlung? Siedlung. Einige Supermutanten werden als Lasttiere außerhalb der Stadt gehalten. Ihre Gebiete sind grausam, aber die Felder zeigen eine reiche Ernte. Toll. Es gäbe einen erzwungenen, wenn du Supermutant wärst, bist du aber nicht. Nein. Dann hast du die Option, mach dir den Wohlstand zunutze oder befreie die Supermutanten. Am Arsch. Das klingt nach einem Super. Also, wenn ich mit irgendjemandem echt Beef habe, dann mit Supermutanten. Ich mache mir den Wohlstand zunutze. Der Überschuss an Lebensmitteln macht die Händler großzügig. Eine Handelnaktion kannst du durchführen und du erhältst pro verkauftem Gegenstand einen Kronkorken mehr. Oh, das heißt, du könntest theoretisch die... Oh, toll. Also das heißt, ich kann die beide verkaufen und erhalte dafür neun Kronkorken. Ja. Also die kommen hier nicht rüber. Genau. Toll. Kommen die da auf den Ablagestapel? Hier, ich habe diese Schrottteile. Bitteschön. Hätte er dann theoretisch jetzt bald Aktion Handeln ist auch die Kampfrüstung kaufen können? Ja. Klingt super. Oh, damit kann ich sogar hier Dinge regenerieren. Strahlung. Mhm. Das mache ich auch. Das kaufe ich mir. Zack. Zack. Ein Red Away. Red Away. Gut. Ist da jetzt ein neues ausgelegt? Nee, 4 ist so, glaube ich, der... Der Standard, wenn wir das unterschreiben. Du hast ja ganz viel dazu aufgefüllt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir es auffüllen. Das ist irgendwie so eine Angewohnheit von anderen Fantasy-Flight-Spielen. Vielleicht war es falsch. Ist auch völlig egal. Wir haben großartig viel Spaß. Was soll das? Richtig. So. Du bist im Vault. Genau. Der weiß, wofür das gut ist, aber du bist im Vault. Der Aktivierte bewegt sich und weißt du, wer aktiviert? Die Supermutter. Supermutter. Oh, sie haben ein neues Opfer gefunden. Sie haben ein neues Opfer gefunden. Bist sicher. Ist das auch gut, so, dass sie nicht befragt. Wir sind jetzt durch den Agenda-Stapel durch. Ja. Das heißt, wir werden neu gemischt und die bekommen alle beide einen Punkt. Das heißt, also auch wenn wir ewig uns Zeit lassen, werden die irgendwann das Spiel beenden. Das ist echt schwierig. Irgendwie schon. Okay, ich muss mal eine Sache fragen. Das wird jetzt wahrscheinlich sämtliche Taktiken hier total durcheinander. Was ist denn gut ausgeruht? Ist das einer von den Zuständen? Ne? Ach, stimmt, man kriegt den... verdammt. Jedes Mal, wenn man rastet, kriegt man den Zustand. Oh. Warte, ich muss mal... Den habe ich eigentlich ja ständig. Dann hätte ich den Gegenteiligen dazu, weil ich habe noch gar nicht geruht. Du bist toll. Du hast halt eine dicke Rüstung. Ja, ich bin langsam... Dafür bist du aber dreckslangsam, Alter. Ich bin langsam unterwegs, deswegen muss ich mich nicht ausruhen. Ich schlafe beim Gehen. Genau. Du gehst so langsam. Du kannst dich ausruhen, während du läufst. Sehr schön. Seite 14. Na, Autopilot an, da wird innen drin so Wunden zugenäht. Geh auf Autopilot. Klar, 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 klar.
Sehr schön. Ich bin aber eigentlich ein Vault-Bewohner, oder? Glaube ich. Oder so um den Dreh. Zumindest hast du einen Vault-Anzug. Ich habe einen Vault-Anzug. Ah, man kann gut ausgeruht freiwillig verlieren, um einen Neuwurf zu erhalten für beliebig viele Würfel. Das hätte man ja benutzen können. Merke mir das jetzt. Du bist auch ausgeruht, ne? Jetzt sind wir zweimal ganz geschmeidig ausgeruht. Wir sind voll ausgeruht. Wir sind so ausgeruht. Wie sieht die Rückseite aus? Die Rückseite ist abhängig. Wenn ich das hier nehme und die Probe verkacke, dann bin ich süchtig und dann kann ich mich nie wieder ausruhen. Das wird dann nämlich, wenn das einmal umgedreht ist, hier ist ein Schlüsselsymbol, ja, da kommt man nicht mehr runter. Ist das so? Mhm. Alles klar. Einmal Drogen abhängig. Einmal Drogen, immer. Gibt bestimmt auch irgendwo einen Adapter, der es dagegen hilft. Na gut, komm. Ja. Jetzt aber. Ich bin wieder dran. Ich glaube, das finde ich gar nicht gut. Ah, Mist. Ja. Ich kenne den. War sein Hauptproblem die ganze Zeit, gell? Kopf und Arme. Ja, er macht mir einen Schaden. Und ich ihm nichts. Das geht noch, glaub mir, der kann härter. Ich weiß. Das ist natürlich nicht mehr voll und ganz bewusst. Kyrie ist da echt praktisch, aber man braucht halt eine positive Gesinnung. Okay. Ich bin dran. Ich gehe 1, 2 und ich möchte eine Siedlungsbegegnung. Darf ich Ihnen das aufs Auge drücken? Oh, aber sowas war. Du passierst ein paar Leute in der Siedlung, als du eine zornige Stimme hörst. Du dummer Köter! Du blickst noch rechtzeitig hinüber, um zu sehen, wie eine Frau ihren Hund tritt. Die hat aber echt eine fiese, tiefe Stimme. Also, erzwungen, wenn du vergöttert wirst. Ich werde nicht vergöttert. Nein. Du kannst, bring die Hexe dazu aufzuhören, oder ignoriere sie und kauf in Ruhe ein. Also, Hunde sind ja traditionell bei Fallout gute Freunde. Deswegen will ich die Hexe dazu bringen, aufzuhören. Das ist S und C. Weißt du, wie die Hunde heißen? 4. Dogmeat. Ah. Erhalte Dogmeat, steht da. Was? Was bekomme ich? Was muss ich würfeln? Du musst 4 Erfolge haben, S und C. Ich habe einen Reroll, dank S. 1, 2. Es geht um deinen höchsteigenen Hund. Los, anstrengen. Ich lege meinen Erschöpft ab. Und würfel alle nochmal. Nein, der Hund! Ich wollte den Hund! Oh, kein Dogmeat. Die Frau lenkt ihren Zorn auf dich. Du siehst, wie der Hund ihr entwischt, als du einiges zu hören bekommst. 13 hinzufügen. Ich hoffe, das heißt, dass man vielleicht noch eine weitere Begegnung mit dem Hund haben kann. Du hast ihn jetzt gerettet, jetzt kann man den irgendwo kriegen. Ja. Das würde mir gefallen. Markus macht jetzt eine Begegnung. Neue Quest. Keine Karte, so was die auslegt, nur für mich Hund. Hund bekommen. Hund kriegen. Dann habe ich für mich sozusagen einfach stimmungsmäßig das Spiel gewonnen. Alles klar, in Ordnung, das ist fair. Mhm. Den kann man so stehen lassen. Stimmungsmäßig. Mhm. Sehe ich auch so. Florian. Willst du dich durch den Vault arbeiten? Also ich schieße erst nochmal auf die... Auf die Kakerlake. Die Kakerlake. Aus der Vault-Tür raus. Ui, was brauche ich denn da? Arm und Beine. Zwei Beine habe ich im Angebot. Oder tot. Die ist aber du tot verstrahlst. Und ist verstrahlt, ja. Wie viel? Eins? Eins. Kriegst du eine Erfahrung? Juhu. Und dann... Link. Und die zweite Aktion ist... Bitteschön, ein Wort. Als du um eine Ecke gehst, rennt plötzlich ein Mädchen in vollem Tempo in dich hinein und lässt dein Buch fallen. Ey, pass auf, wo du... In der Rüstung. Ich bin mir nicht sicher, ob du das sagst oder sie. Hey, pass auf, wo du hinläufst. Ich gehe auf. Du sagst das. Du hebst das Buch auf und gibst es ihr. Es sieht aus, als wäre es vorher eine Art Handbuch gewesen mit einer 109 auf der Vorderseite. Aber nun ist es voller Zeichnungen. Zwei Optionen. Frag, ob du ihr Buch ansehen darfst oder biete an, mit ihr zu spielen. Du kannst weder lesen noch spielen. Jetzt wird's hart. Ich bin intelligent, ich kann schon lesen. Ich frage sie, ob ich ihr Buch anschaue. Sie blickt dich trotzig an. Na gut, aber ruiniere keins meiner Bilder. Du kriegst 4 Erfahrungspunkte. What? Und es wird die Begegnung 82 ausgelegt. Okay. Alles klar. Müssen das gute Zeichnungen sein? Das waren super Zeichnungen. 2, 3, 4. Die waren auch alle anatomisch komplett korrekt. Ja, das ist Handbuch zu leben im Ödland. Ach, das muss eine Quest sein, der ausgelegt. Ja, so hat jeder sein Hobby. Also ich suche den Hund, neue, ich will die Reihe da umfolgen. Genau, neue Quest. Ich will gewinnen. Die Quest, bumm. Bumm. Mit 3 Ausrufungszeichen. Das kleine Mädchen in Vault 84 hatte ein Handbuch von Vault 109 dabei. Eine Seite sticht hervor. Auf ihr werden die Bewohner vor dem Einsatz des Fat Man gewarnt. Verschönert durch die Zeichnung einer großen Explosion und dem Wort
Bumm. Zwei Optionen. Stelle Nachforschungen über diesen Fatman an. Im Robco-Werk. Oh. Im Robco-Werk eine Aktion durchführen. Oder gehe direkt zu Vault 109 und fang an zu suchen. Du musst zum Vault 109 gehen und dich verstrahlen lassen. Der ist noch nicht aufgedeckt, der muss irgendwo hier dann sein. Ich vermute, der ist da. Oh Gott, bei meiner Laufgeschwindigkeit möchte nicht jemand hier über die Bord drüber fliegen. Ich kenne ja jemanden, der hat die Kohle und der steht neben dem Taxi. Der ist dran. Oh, da bin ich dran. Was möchte ich im Robco-Werk machen? Da geht es um die heftigste, eine der heftigsten Waffen. Ah, da muss ich fünf Erfolge würfeln. Fünf Erfolge würfeln und mit P, I und L darfst du nochmal würfeln. Ja, klingt super. Also einmal. In deinem Fall. Das klingt nicht, als hätte ich noch. Oder du kannst den Chance. Vault versuchen aufzudecken. Kann ich die eigentlich mitnehmen, wenn ich mit dem Taxi fahre? Du musst sie vorher über. Nee, du musst sie überreden zu laufen. Offensichtlich geht das nicht anders. Die kann nicht mit dem Taxi fahren. Die hat eine Taxiallergie. Ja. Die hat Flugangst. Birdiebird ist fliegen. Gibt da Taxis? Es gibt ein Flugtaxi. Es gibt ein Birdiebird. Und ich habe den Preis gesenkt für alle anderen. Ich habe kein Geld mehr, indem ich dem Bruder vom Piloten gerecht habe. Eine Todeskrallenkarte. Ich finde, das klingt überhaupt nicht wie Fallout, was ihr da macht. Ich finde, das klingt enorm wie Fallout. Kannst du es bis eben? Stimmt. Aber deswegen klingt es für mich enorm wie Fallout. Ja. So, also ich nehme den Birdiebird. Obwohl, sie kommen schon im Frühjahr vor drin. Und wo fliegst du hin mit dem Birdiebird? Ich fliege mit dem Birdiebird dann dahin. Und versuche das mal. Fünf Erfolge PIL. Ja, L hat er ja gesagt, dann hat er schon viel gerobbt. Und du bist ausgeruht. Yeah. Sechs. Wow. Du kriegst deine Agenda-Karte. Wo ist hier der Fatman? Wen nennst du hier? 86. So weit weg kannst du vom Sieg doch gar nicht mehr sein. Doch, glaub mir, bin ich. Die meisten Agenda-Karten wurden. Ja, das nützt gar nichts. Wie viel muss ich haben? 10, richtig? 10 Punkte. Ja, 10 Punkte. 9. 9. Ja. Das ändert nichts. Ja, jetzt sind tatsächlich Begegnungskarten für Vault 109 ausgelegt worden. Hm. Mir auch nicht. Toll. Einzigen das ist gut gemacht. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen spannender vorgestellt. Aber gut, das war meine zweite Aktion. Einmal fliegen, das ist ja eine Aktion, und einmal das machen. Das ja. Du hast die Ladenliste gefunden, wo drin steht, der ist im Vault 109. Genau. Und er kommt einen darüber. Hm. Warte, eine Stadt weg ist. Der ist aktuell Fernkämpfer. Am Arsch, komm. Ja. Na gut, okay, ich kämpfe ihn mit meinem Messer. Ich habe zwei Torso anzubieten. Dann ist er tot. Toll. Tot. Damit hast du eine Quest dafür. Nein. Doch. Ernsthaft? Ja. Welche? Ja, ich habe aus Versehen eine Beseitige Quest so viele Rebellen wie möglich, sind es eben wie Railroad, töte ein Sternchen oder Schild. So, und dann rückt das einen vor und es rückt ein weiterer von den Rebellen bei den Reaktorplänen da. Der ist dafür eins vorgegangen. Den habe ich schon, ja. Den habe ich schon weitergerückt. Das war jetzt nicht gut. Das war nicht das, was ich wollte. Na gut. Ja, das war das eine. Wer aktiviert noch? Hey, hab ich nicht gekriegt. Die Supermutanten. Ich habe da nicht mal was für bekommen, oder wie? Oh, doch. Du kriegst Loot. Loot. Du kriegst ein Loot-Säckchen. Loot. Und ich habe doch auch Erfahrung bekommen, oder? Zwei, ja. Eins. Boah, Intelligenz gefunden. Ich habe Intelligenz gefunden. Mama, endlich habe ich Intelligenz gefunden. Ich habe einen Daytripper. Das klingt nicht gesund. Steht hier so. Ich bin dran. Mir sind diese verstrahlten Mutanten echt viel zu nahe gekommen. Ich gehe eins. Dann decke ich auf. Gerade mal, wer sich jetzt den Fatman holt. Zwei, hier ist das eine. Ist irgendwie schon auf, ist ein bisschen seltsam, oder? Weil du löst die ganze Zeit irgendwelche Dinge aus und irgendjemand anders verändert die ganze Zeit deine Quest. Ja. Oh, das ist jetzt Standard. Die richtige, also... Das ist die klassische Todeskralle. Genau. Schön. Ja, ihr. Ja, wenn ich schon noch in Vault bin, vielleicht finde ich ja noch so ein Buch. Okay, was ist das? Zwei Vault-Begegnungen. Ein Mann in Sicherheitskleidung und mit harten Gesichtszügen kommt auf dich zu. Ich weiß es nicht, weil was du vorhast, Außenstehender, aber ich mag es nicht, dass du herumläufst, besonders so kurz vor dem Votum. Das riecht daheim Komplott.
zwei Optionen. Frage ihn über seine Ausrüstung aus oder biete deine Hilfe beim Sicherheitsdienst an. Ich biete meine Hilfe als Sicherheitsdienst an mit meiner Rüstung. Eine Probe und für Stärke bekommst du 2 Rerolls. Du musst 4. Ui. Ach, machen wir nochmal. Nö, ich bin nicht. Als ob ich einem Außenstehenden trauen würde, lacht er spöttisch. Entfernt. Zweite Aktion? Nochmal. Eine Frau in einem Kittel mustert dich, als du das Vault-Labor betrittst. Ich habe von einem Außenstehenden gehört, so kurz vor dem Votum. Sie bemerkt, dass du ihren Pip-Boy beäugst. Du kannst einen haben, wenn ich an dir einige Tests durchführen darf. Du wirst nur einer sehr geringen Strahlung ausgesetzt. Relativ gering. Möchtest du den Tests zustimmen oder nach den Formalitäten des jährlichen Votums fragen? Ich möchte den Tests zustimmen, so. Dr. Merkins bindet dich mit sichtlicher Freude fest. Nachdem sie fertig ist, gibt sie dir einen Pip-Boy. Erhalte Pip-Boy. Klammer auf, EV. Das, Welcher Stapel ist das? Das ist eine gute Frage. Warte kurz. Okay, das sieht so aus. Da, Pip-Boy. Einzigartige Vorteilskarten, genau. Dafür steht EV offensichtlich. Und dann, der Stapel ist leer und deswegen wird jetzt eine letzte weitere Begegnungskarte geladen. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Pitboy. Das unterscheidet dich deutlich von uns. Du bist Waldbewohner, du hast keinen Pitboy. Nein, ich habe dafür... Wir haben dich ohne Pitboy rausgeschmissen. Ich habe dafür einen Daytrip. Meine Güte. Ja. Sehr schön. Welche Felder gibt es noch? Olivia erreicht hier gar nichts mehr heute. Nee. Ich kann den Vertibird noch nehmen. Und die ist gerade erst gekommen, ne? Oder nee, die liegt schon die ganze Zeit da. Das sind die 2 Optionen. Du kannst entweder die Reaktorpläne durch die Gegend schleppen oder die Leute, die Sternchen töten. Ich hatte doch einen getötet, ein Sternchen oder einen... Genau, das hast du eben gemacht. Ja. Und dadurch wird ausgelöst, nur die holen auf und es erscheint ein neues Sternchen. Das heißt, die Karte wird nicht abgelegt. Das ist eine wiederholbare. Meine ganz technische Frage mal angenommen, die erreichen das. Das würden die Luft gesprengen, die kriegen ganz viele Punkte. Haben die sofort gewonnen oder darf ich da noch Punkte zählen? Du darfst noch Punkte zählen, ja. Das ist ja mal interessant. Okay, alles klar. Dann, das kostet mehr, das Ding zu bewegen oder sowas, oder diese Pläne zu bewegen. Alles also damit bewegst du dich langsamer, dann kostet dich halt jeder Schritt 2 Punkte. Mhm. Na gut, ich hüpfe hier rüber, dann lade ich die Pläne ein. Sprengen alles in die Luft. Ernsthaft? Ich glaube, so funktioniert das. Also, da ein Überlebender im gleichen Feld wie die Reaktorpläne kann sie beim Bewegen mitführen. Ich habe mich bewegt. Wir lassen es einfach gelten, weil lustig, würde ich sagen. Ich glaube, bewegen heißt, ist tatsächlich die Aktion, wo du läufst. Das ist eine dezidierte, bestimmte Art von Aktion. Okay, wir können es natürlich auch so machen, wenn dir das lieber ist an der Stelle. Sollen wir Markus, ansonsten spreng ich jetzt die verdammte Scheiße. Sollen wir Markus die Reaktorpläne zu Railroad bringen lassen, das Spiel beenden? Oder sollen wir die Regeln sehr streng auslegen und ihm sagen? So geht's nicht. Guck nicht in die Karten. Ich hab nur eine. Ist das nicht das Ende von Fallout 3, wenn du das so machst? Von Fallout 4. Ich dachte, in 3 kannst du die Stadt in Luft jagen. Also für mich ist das Erde von Fallout 1. Kannst du auch eine Stadt nein, 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 er jagt die Stadt ja nicht in die Luft. Er bringt der Railroad die Reaktorpläne und damit hat sie einen solchen Fortschritt. Vorteil, ja. Vorteil, dass sie sich durchsetzen kann. Genau, gut. Also wir können es auch anders machen. Mir ist das alles recht. Was sagt der Chat? Okay, lesen wir mal vor. Bumm, Regeln. More explosions, more better, also ja. Bumm. Regeln. Bumm, Regeln. Ja, ich glaube, es steht. Ein Rap, also ich glaube, es steht 5-2 Bumm gegen Regeln. Bumm. Bumm, Regeln. Bumm, Regeln. Bumm. Kein Problem, ich bin im Bunker, ich wähle jetzt den Sicherheitsmenschen raus und dann ist gut. Hallo? Ich bin planlos durch die Gegend gelaufen, du hast dich in einem Vault quasi eingenistet. Ja, du hast dich da reingezeckt, könnte man sagen, ja. Nachdem ich die kontaktiert habe, weil die kannten mich. Aber ich habe den Pitboy gefunden. Ich habe das Gefühl, aber die kannten mich. Ja, ja. Es läuft darauf hinaus.
du bringst auf diesen Gamebreaker-Art und Weise die Pläne in die Citroen. Moment. Wie viele Punkte haben die dann? Das wird jetzt beendet, aber du kannst jetzt noch... Genau. Sagen, ich kriege für jeden Punkt, den die vor den anderen sind, die sind ja ganz weit vor den anderen. Nein, es geht nicht weiter als hier. Ja, dann haben wir alle verloren. 1, 2, 3, 4. Sind 8 und 1, 9. Okay. Also, ich kriege für jeden Punkt, den die Railroad vor dem Institut ist, kriege ich einen Punkt. Das sind zusammen 8. Und einen kriege ich dafür, dass ich gut ausgeruht bin. Das sind 9. Ja. Schön. Weil du das lässig erledigt hast, hast du gewonnen. Ja. Markus... Hey. Wollt ihr ein paar Atombombenpläne haben? Ich habe gerade zufällig welche dabei. Es ist ein Reaktor. Den Fatboy habe ich immer noch nicht gefunden. Ach, verdammt. Genau, dann hättest du nämlich durch die Reaktoröffnung vom Reaktor ich hätte mich aber auch hier den anderen anschließen können. Also ich nehme auf jeder Seite die Punkte mit. Da kenne ich nichts. Du bist da. Aber ich kriege einen Punkt dafür, dass ich 3 Drogengegenstände habe. Wo Himmel, 3 Drogengegenstände. Ja. Ja. Eins, ich habe einen Daytripper. Ja, zwei? Nix, das ist nur einer. Das ist keine Droge. Ja. Ich habe also Freiheit, also dasselbe wie du. Das heißt, ich bin aktuell... Nee, jede zählt ohnehin schon einen, ne? Ist und dann so? Plus. Das heißt, 1, 2. Da habe ich noch viel mehr. Genau. Hätte ich schon viel früher gewinnen können. Ja. Okay, also eigentlich 8, hätte ich schon 19, vor einer halben Stunde gewonnen. 11, 12 hast du. Und ich habe 5. Hey. 4. Siehst du. Der hat sich auch im Wort eingeschlossen. Also ja, deshalb. Ich konnte nicht gewinnen, da habe ich mich zurückgezogen. Okay. Fazit. Wie findet ihr es? Obwohl ich keine Ahnung von Fallout habe, hat es mich tierisch an Wasteland erinnert. Und ich, und ich hatte, muss ich zugeben, tatsächlich mehr Spaß, als ich am Anfang erwartet hatte. Weil am Anfang kam mir das alles sehr, sehr fittelig und seltsam dabei vor, auch gerade mit der Menge an Gegnern dann, weil irgendwie wusste ich nicht so genau, wo es drauf hinausläuft. Aber was ich spannend finde, ist, wie sich hier tatsächlich Storylines entwickeln. Auch wenn es mich, muss ich zugeben, stört, dass man seine Storylines nicht verfolgen kann, sondern dass das dauernd andere für einen. Dass jemand anders deine Quest abgibt. Aber ansonsten fand ich das wirklich cool. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, also die Mechanismen haben für mich gut funktioniert. Dass man mit einem Würfelwurf sowohl Attacke als auch Parade irgendwie abhandelt, ist relativ schlau. Ja, schön elegant. Ja, also das hat funktioniert, auch wenn ich quasi meist versagt habe, egal was ich probiert habe. Ich habe mit 2 Leute habe ich getötet oder so. Ja, also das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ich weiß nicht, wie schnell man quasi Wiederholungen hat bei den Begegnungen, weil die Einstiegsbegegnungen, die man beim Start eines Szenarios immer hat, die sind halt, wir haben ja gemerkt, dass da schon mal eine Karte allein schon doppelt ist unter denen. Ich glaube, das könnte relativ schnell ein bisschen eintönig werden, aber die Questen, die haben ziemlich gut funktioniert. Also dass da eine die andere nach sich gezogen hat und man dann in unterschiedliche Bäume weitergehen konnte. Das ist halt die Frage, wie viel drin ist. Und es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Szenarien, die überhaupt in der Schachtel liegen. Ich habe jetzt 1 gespielt und haben dafür 2 Stunden gebraucht, nicht ganz. Und es sind noch 3 weitere. Das ist gar nicht so viel Spielinhalt, ne? Wobei das du, glaube ich, durchaus auch welche davon öfter spielen kannst. Wobei es dann natürlich langweilig klar. wird. Noch ein bisschen. Das ist ja, die Varianz entsteht ja dann nur noch darüber, wo ja, was gut, liegt du kannst und dir ja weiter. Und du kannst ja tatsächlich andere vollkommen Wege unterschiedliche gehen. Questen auswählen und unterschiedliche Wege gehen. Das ist also wichtig, dass sich die Bäume in verschiedene Richtungen entwickeln und du hast ja jetzt mal die Taktik, je nachdem, was du für... Ich muss zugeben, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Fan von semi-kooperativen Spielen bin, weil ich diesen... Das ist für mich nicht Fisch und nicht Fleisch. Ist es, trotzdem hat es bei dem Spiel tatsächlich gut funktioniert. Hast du ja auch gewonnen. Das hilft. Nein, das hat bei dem Spiel tatsächlich deswegen, glaube ich, gut funktioniert, weil schlussendlich spielst du trotzdem komplett allein. Ja, es ist auch so, ich muss auch sagen, es macht mir überhaupt nichts aus, dass ich hier mit quasi keinen Punkten rumgekrebst habe am Ende, weil es ist immer irgendwas passiert. Ich habe zwar ganz schön Unsinn gemacht, wie ich bin jetzt an dem Ort, wo ich was machen kann und dafür bräuchte ich Geld. Ich habe keins. Ich habe alles ausgegeben, um herzukommen. Das war irgendwie eine Fehlkalkulation. Das war ein ziemlich cooler Move. Dafür allein gibt es definitiv hier... Ich hab dir das Taxi da geparkt. Das war auch nett von dir. Das war nett von dir. Also ich meine, wenn du das nicht gemacht hättest, hätte ich auch einfach so nicht gewinnen können. Das war ja super lieb von mir. Sagen. Oh, guck mal, hier gibt es eine Karte mit Megaton. Ah, sehr schön. Also auch die anderen Vorlaufteile. Megaton.
die Stadt, die um eine Atombombe rumgebaut ist. Das ist die, die du in Luft jagen kannst von dem Hochhaus aus. Das ist, wo man anfängt in Fallout 3, ne? Genau. Das ist, ich habe keine Ahnung. Die erste Stadt bei Washington, also wo du hinkommst. Da kannst du auch Strahlenexperimente machen und deine coole Mutation gewinnen. Gewinnen sie auf dem Mutationsrad. Tentakel im Mund. Also, ich würde sagen, am Strich, Spiel, was man definitiv spielen kann. Und ich glaube, Florian könnte uns bestätigen, dass es ausreichend Fallout-Feeling vermittelt. Ja, es sind die Bilder und Teile, die man halt auch aus den Spielen kennt. Die Charaktere jetzt tatsächlich mehr aus Fallout 4. Hm. Das sind direkte Bilder aus dem, okay, aus dem Spiel. Die haben wirklich die Assets verwendet. Das doch, war cool. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum gibt es ein Fallout-Tabletop, ein Fallout-Brettspiel, aber kein einziges Elder Scrolls-Spiel? Wieso gibt es kein Elder Scrolls-Pen-Paper-Rollenspiel? Das ist doch in der Mache, dachte ich. Ist das in Arbeit? Ich hatte das irgendwo gelesen. Ja, ich bin mir recht sicher, dass da irgendwas sein sollte. Und es sollte doch auch irgendwie ein Elder Scrolls... Also es kommt ja auf jeden Fall jetzt auf ein Tabletop. Ein Elder Scrolls-Tabletop? Was? Ja. Wie? Also vielleicht habe ich das auch nur geträumt. Das passiert schon mal. Aber ich meine, ich hätte das irgendwo gelesen. Das Problem ist, dass es... Dass ich auch genauso viel Beziehung zu Elder Scrolls habe wie zu Fallout. Unofficial... Unofficial Bethesda pulls free Elder Scrolls Tabletop RPG that ripped off a D&D module. Hm. Vielleicht habe ich das nur einfach. Also Miniaturenspiel soll es geben, das stimmt, ja. Das wollte ich gerade sagen, da ist auch gerade eine Miniatur. Genau, da habe ich eine Werbung zu gesehen, zu einer Miniatur. Aber, zu einer, aber ein, das ist von Modiphius, ne? Das Fallout ist auf jeden Fall von Modiphius, das andere wahrscheinlich auch von Modiphius. Das Einzige, was ich finde, sind halt inoffizielle Diskussionen darum, dass jemand... Das dieses Abenteuer, was sie abgeschrieben haben. Ja, genau. Jemand hat eins hochgeladen und es war quasi abgeschrieben. Ich glaube, das war aber sogar tatsächlich offiziell Elder Scrolls. Ja, offensichtlich. Das gab viel Ärger. Kann sein, dass ich das damit verwechselt habe. Also ich finde ein Elder Scrolls Tabletop nicht sinnvoll, ehrlich gesagt, aber ein Pen-Paper-Rollenspiel wäre doch eigentlich naheliegend. Ah, Sie haben, um Elsweet zu bewerben, haben Sie ein Tabletop-Abenteuer, also ein Rollenspiel-Abenteuer das rausgebracht? Das war komplett kopiert. Es war mehr oder weniger wortwörtlich abgeschrieben aus einem D&D Society-Abenteuer. Aber es war das Team Bethesda Netherlands. Die haben ein kleines Pen-and-Paper-Abenteuer. Also es war nicht sozusagen das Mutterschiff, sondern es war eine Zweigstelle. Okay, gut, sie konnten sie benachrichtigen. Sehr gut. Ich meine, Elder Scrolls war ja auch eine D&D-Welt von den Entwicklern, ne? Bevor sie es umgebaut haben. Wie so viele andere auch. Wahrscheinlich gibt es Gründe, warum sie kein D&D-Supplement dazu machen. Naja, auf jeden Fall war das hier extrem witzig und absolut spielenswert. Und mich persönlich hat das auf jeden Fall mehr abgeholt als jetzt ein Tabletop. Okay. Ja, ich hatte Spaß. Ich hatte großen Spaß. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der Spaß irrsinnig viel Wiederholungswert hat. Aber das jetzt gerade war wirklich sehr unterhaltsam. Also ich glaube tatsächlich, dass das eine Sorte Spiel ist, das ich genau viermal spiele. Ich würde, glaube ich, am Ende das Szenario einmal spielen. Aber das finde ich persönlich gar nicht schlimm. Weil lieber spiele ich ein Spiel viermal und dann ist es fertig, als dass ich es einmal spiele und wieder in den Schrank stelle und mir dann sage, so von denen, das musst du irgendwann mal wieder spielen. Das passiert mir nämlich viel zu oft. Da habe ich bei dieser Sorte Spiel, wo ich das Gefühl habe, ich kann das Spiel durchspielen, irgendwie seltsamerweise eher den Anreiz, es tatsächlich auch fertig zu machen. Ja, das ist überschaubar. Und wenn man so, weißt du, so ein verantwortungsvoller Erwachsener ist, der seine Zeit einteilen muss, dann freut man sich über Dinge, wo man weiß, dass man einen Abschluss findet. Von wem genau redest du jetzt? Nicht von mir. Vielleicht auch von mir. Aber die Zeiten, wo man sich gefreut hat über unendlichen Content, die sind irgendwann vorbei. Irgendwann freut man sich, wenn man sagen kann, ich habe was zu Ende gelesen oder ich habe was abgeschlossen. Genau das Gefühl kenne ich auch. Deswegen bin ich auch ganz froh darüber, wenn ich ein Spiel fertig spielen kann. Da habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas erledigt. Also ich kann was von meiner Bucketlist abstreichen und das war's dann. Toll, wenn sie spielen, wie ich musste was erledigen anfühlt. Naja, gut. Vielen Dank. Fürs Zuschauen, hoffentlich für die Aufmerksamkeit, für interessante Zwischenfragen und dass ihr Nico zum Einkaufen geschickt habt. Mein Wohl. Ich weiß nicht, was er eingekauft hat. Möglicherweise ist es sogar was zu essen. Was werde ich doch essen? Was essen wolltest du? Ich wollte gar nichts. Aber du sprachst davon, dass der Kühlschrank leer ist. Das sind nur Geschirrspültabs geworden. Das ist nicht so lecker, aber irgendwas ist ja immer eine Kühlschrank. Egal, was du eingekauft hast, es wird jetzt in den Kühlschrank gestellt. Ja, egal, was es ist.
Gut, wir werden vermutlich, wir haben heute Morgen das kleine Projekt gestartet, Frühradio, Frühstücksradio. Wir morgens, vormittags machen wir einen kurzen Gaming-Stream auf Twitch, wo niemand reinschauen muss, aber er findet statt. Einfach um, das ist ja abgefahren. Quasi, uns, uns einen Termin an den Vormittag zu legen, für den wir auf jeden Fall andere Dinge zeitig erledigt haben müssen. Unterstellen wir niemanden. Ja. Dann wird heute war es um 10:30 oder so. Ja. Also so, das ist wirklich, wirklich so oft. Also ihr habt da keinen Termin, sondern das ist wie ihr Frühstück. Wir machen einfach zwischen 9 und 11. Wir dass wir einen Termin haben, dann so um 10. Passt vor, also seid vorsichtig, das könnte Struktur ins Leben bringen. Das ist gefährlich. Ja. Das ist möglicherweise die Absicht dahinter. Also, das ist die andere Möglichkeit. Ich kann euch noch was anderes empfehlen. Das funktioniert auch großartig. Du hast einfach Kinder im Schulalter. Wenn ich dir sagen, das bringt dir Struktur ins Leben, ob du willst oder nicht. Tatsächlich ist es aber gar nicht so einfach, die von jetzt auf gleich Kinder zu haben, die im Schulalter sind. Ja, der Weg dazwischen ist auch recht anstrengend. Also von daher. Und morgen ist natürlich dann auch Steffi dran. Ich weiß nicht. Glaube ich. Ich weiß nicht, was er meint. Mittwoch seid ihr dran. Ja. Ja, das stimmt. Wir haben ich bin mir nicht sicher mit Steffi. Kann sein, dass er eine Pause macht. Kann sein, dass er eine Pause macht? Mal gucken. Vielleicht. Steffi, vielleicht morgen dran. Donnerstag ist Julia. Freitag ist diese Woche auch wieder nichts. Ne? Wir haben keinen Sondertermin am Freitag. Da kommt vielleicht kommt Patrick diese Woche her. Vielleicht. Erzählt uns was. Vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, Markus haben wir nicht fertig. Ich glaube, ich war soweit schon fertig. Ich habe wieder keinen Überblick darüber, was wir überhaupt streamen. Also laut unserem Kalender redet ihr über Cons. Wir reden über Cons, genau. Ja. Wir reden über Conventions. Wir reden über den Convention-Sommer. Da steht ja auch ein Arsch voll zu euch an jetzt. Ne? Also CCXP. Erinnere mich nicht, was alles ansteht. Radcons. Arbeit. Spiel. Und es ist wieder viel los. Also von daher, wenn es euch interessiert, würden wir uns freuen, wenn ihr einschaltet. Samstag ist abends wieder bei Twitch/D&D und wir werden es auch hosten auf Twitch. Ghosts of Saltmarsh mit mir als verpeilter Seeelfe. Und Sonntag ist es dann wieder Ollis Tische und dann fängt die Woche von vorne an. Und wir werden halt ein paar Mal unter der Woche schauen, dass wir, um Struktur in unseren Tag zu bekommen, irgendetwas Vormittag spielen. Diese Woche fängt dann die Woche von vorne an, genau. Also wir sehen uns dann am Montag zum Vormittag. Diese Woche ist eine wiederholbare Quest. Wir kommen hier nie wieder raus. Vielen Dank und bis zum nächsten gleichen Montag. Tschüss. Wie oft haben wir das schon gemacht? Wenn ihr es nicht wisst, bis zum nächsten gleichen Montag. Mhm, wir sind jetzt in der Zeitschleife. Das ist, ich habe gerade im letzten einen interessanten Film gesehen auf Netflix, The Ark. Das war sehr spannend. Oh, kenn ich noch. Ging genau darum. War schön gemacht. Boah, jeden Tag der Woche Montag. Ja, täglich grüßt das Murmeltier.